Der Talk im Hangar 7. Heute mit dem Thema Angst vor dem Islam. Droht eine Spaltung der Gesellschaft? Zu Gast sind Tarafa Bakacati. Der Islamexperte hält fest, nicht nur Einheimische, auch Muslime erschweren die Integration. Viele von ihnen verwechseln Religion mit Tradition. Hamed Abdel Samad. Der Politologe wurde für seine Islamkritik mit einer Fatwa belegt. Er ist überzeugt, wer den Islam als Religion des Friedens bezeichnet, betreibt Augenwischerei. Ramazan Demir. Der islamische Religionslehrer kritisiert, wäre ich kein Muslim, hätte ich bei der medialen Berichterstattung über den Islam auch Angst. Über andere Konfessionen wird nicht so berichtet. Necla Kelek. Die Sozialwissenschaftlerin warnt, wir haben eine Integrationsindustrie geschaffen, die vor allem Beruhigungsmittel produziert. Der politische Islam wird seit Jahren verharmlost. Rainer Maria Schießler. Der katholische Pfarrer aus München sagt, der Islam hat in Europa noch eine Menge zu lernen. Aber wir sind nicht die obersten Lehrmeister. Ihr Gastgeber, Michael Fleischhacker. Guten Abend, herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Seit 100 Jahren ist der Islam in Österreich als Religion anerkannt. Doch noch immer polarisiert er die Gesellschaft. Die Angst vor Terror und Radikalisierung ist groß. Es sind Bilder wie diese, die zurzeit mit dem Islam verbunden werden. Bilder von Gewalt und Terror. Die öffentliche Wahrnehmung wird bestimmt von Nachrichten über islamistische Gräueltaten. Über einheimische Gotteskrieger, die sich dem Dschihad in Syrien und Irak anschließen. Die Folge? Ressentiments gegen den Islam nehmen quer durch Europa wieder zu. Die ablehnende Haltung schlägt immer öfter in Hass um. Einen Hass, der in Anschlägen auf Moscheen und Übergriffen auf muslimische Mitbürger gipfelt. Gleichzeitig kommen auch aus politisch unverdächtigen Kreisen immer häufiger Forderungen nach einer stärkeren Abgrenzung der muslimischen Glaubensgemeinschaft vom radikalen Islam. Den Kritikern ihrer Religion werfen viele Muslime häufig Rassismus vor. Dabei ist klar, viele der jungen radikalen Muslime wurden in einheimischen Moscheen an den politischen Islam herangeführt. Hat der muslimische Glaube nur ein Imageproblem oder fehlt es der Religion tatsächlich an einem aufgeklärten Weltbild? Ist der Islam wichtiger Bestandteil unserer Kultur und Gesellschaft oder bleibt er nach wie vor ein Fremdkörper, der mit unseren westlichen Werten nicht vereinbar ist? Frau Kelek, empfinden Sie nach all den Jahren den Islam noch immer als Fremdkörper in unserer Gesellschaft? Den Islam als Fremdkörper, das ist natürlich eine Herausforderung, schon als Frage, das so zu formulieren. Der Islam an sich als Religion ist auch für die Muslime eine Herausforderung. Man sollte sich dem stellen, sich mit der eigenen Religion sich auseinandersetzen. Und sich selbst fragen, ist das eigentlich eine Religion, so wie die Botschaft, also als Religion diese Botschaft gekommen ist, jetzt nach 1300 Jahren, wie ist diese Religion eigentlich 1400 heute? 1400 Jahren. 1400 Jahren, Entschuldigung, ja, da haben wir den Religionslehrer, Dankeschön. Dass ich mich dann frage, ist es zeitgemäß noch, so wie der Islam eigentlich die Botschaft gegeben hat, kann ich diesen Islam, so wie er ist, heute so leben, ohne kritisch es zu sehen und zu betrachten? Also mit diesen Fragen beschäftige ich mich, und wenn ich diese kritischen Fragen stelle, dann sage ich, nein, wir können den Islam, so wie er gekommen ist, vor 1400 Jahren, können wir heute auf keinen Fall leben. Und der Islam, nur kurz mal eingreifen, ist auch nicht vor 1400 Jahren gekommen, denn die Universalität ist hier die Rede. Für uns ist auch Adam Muslim, für uns ist auch Jesus Muslim. Alle Propheten sind quasi Muslim. Also der Islam an sich, also Islam heißt ja, der Mensch, der sich in Frieden Gott hingibt, ist ein Muslim. Und Jesus hat das getan, Moses hat das getan und Noah hat das genauso getan.
Das heißt, Ihrer Ansicht nach ist der Islam 3000 Jahre alt und nicht 1400 Jahre alt. Das mit der 3000er Zahl würde ich auch nicht 100% bestätigen. Ja. Aber das ist so die gängige Annahme, nicht? Ja, wie gesagt, also der Islam ist die Botschaft Gottes für uns. Ja? Und wir sind der Auffassung, dass der Friede darin steckt. Natürlich gibt es, wie auch im Video gesehen, extremistische Leute, Leute, die den Koran falsch interpretieren, falsch verstehen. Und hier muss ich aber nochmals betonen, das sind 140 bis jetzt, die von Österreich aus in den Krieg gezogen sind. Und wie viele Muslime haben wir hier? 600.000 Muslime. Und wir dürfen niemals verallgemeinern. Das ist das Schlimmste, was wir machen können. Und ich hoffe auch, dass heute nicht verallgemeinert wird. Aber bevor wir verallgemeinern, bleiben wir bei der prinzipiellen Frage, die Sie ja auch in Ihren Publikationen stark stellen. Sie sagen, oder Sie stellen die Frage, ist prinzipiell der Islam, wie wir ihn kennen und wie er auf uns gekommen ist, wie Frau gesagt, ist der mit der westlichen Kultur prinzipiell vereinbar? Das ist eine Frage, die Sie stellen. Ja, und die beantworte ich auch mit Nein, eindeutig und ohne lange darum herum zu reden. Der Islam ist für ganz andere Zeiten entstanden, hat zu einer ganz anderen Gemeinschaft, zu einer ganz anderen Geografie gesprochen und hat nicht im Blick, dass Leben, das wir heute haben, vor allem in Europa nicht, alles multikulturell, multiethnisch und wo der Säkularismus eigentlich oder der säkulare Staat das Sagen hat. Warum ist der Islam kein Teil von Europa und warum kann der Islam kein Teil von Europa werden, ist A, weil der Islam davon ausgeht, ist dass Bosnien Gott, ein Teil Europas? Natürlich dürfen Sie, aber ist Bosnien ein Teil Europas? Ja, Bosnien ist aber nicht mit dem Islam. Sie versuchen das irgendwie gleichzusetzen und das ist gefährlich und das schafft Fundamentalismus. Wirklich? Ja. Aha, und wie bitte? Erklären Sie mir das nur. Dann lassen Sie mich erstmal meine Frage zu Ende führen, dann können Sie auch gerne Ihre Einwände auch bringen. Der Islam geht davon aus, dass Gott der Gesetzgeber ist. Das ist erstmal vernichtet die Idee der Demokratie. Die Demokratie geht davon aus, dass Menschen die Gesetze machen und dass die Gesetze mit der Zeit auch veränderbar und verhandelbar sind. Der Islam teilt die Welt in Gläubige und Ungläubige auf. Nein, und dieser vereinfachte geografische Trennung per se schafft Spannung und die Haltung des Islam gegenüber Ungläubigen, dass Ungläubige im Koran als schlimmer als die Tiere bezeichnet werden. Entschuldigen Sie, ich muss Sie haben schon gesprochen und Sie werden die Gelegenheit sprechen. Warum können Sie nicht einfach mich ausreden lassen? Sie haben drei, vier Sachen gesagt, die überhaupt nicht stimmen. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie werden dann die Gelegenheit haben, das aus Ihrer Sicht zu also sprechen. Wenn ich jetzt dann noch das dazu Bezug nehmen, was Sie gesagt haben. Die ISIS-Leute haben den Islam und den Koran falsch verstanden. Die Tatsache, dass sie eine nettere Interpretation, eine sympathischere Interpretation des Koran haben, macht diese Interpretation nicht automatisch richtig. Das macht sie sympathisch und richtig, aber das macht den Koran schon lange nicht sympathisch und richtig. Und machen wir an der Stelle, Herr Demir, ich möchte nur den Impact natürlich vorher. Also hier liegt ein unglaublich großes Missverständnis, was leider von den Frau Kellig und Herr Abdussamad durchgehend propagiert wird und nicht wirklich unterschieden wird, wo der Islam ein statisches Element ist, unveränderbares Gottes Wort, und wo die Flexibilität gegeben ist in der Auslegung dieser Religion. Und diese Flexibilität ist durchaus gegeben und jawohl gibt es sehr viele Punkte, die veränderbar sind. Und es gibt das Grundlegendste, was lernt jedes Kind, dass hier ein Fatwa hat zu berücksichtigen, die Faktoren Zeit, Mensch und Ort. Das hieße bitte, selbstverständlich gibt es viele Bereiche, wo wir Menschen interpretieren und die wir Muslime sind auch vor einer Herausforderung, wie wir diese Interpretation bestmöglich auch geben. Die Heiligen Schriften sind da, der Koran ist Gottes Wort, das ist unstreitbar. Allerdings die bei den Muslimen, wenn sie sich nicht als Muslim bezeichnen, ist das ihr Problem. Aber sagen Sie es, damit es ganz klar wird, dass sie
nicht als Muslim reden, sondern einen, der mit dem Islam nichts zu tun haben will. Darf ich, danke, nur ganz kurz, darf ich nur eine Verständnisfrage dazu stellen? Das heißt, Sie sagen, wenn jemand sagt, dass der Koran sagen, nicht interpretierbar und verhandelbar ist, dann ist er kein Muslim. Selbstverständlich ist alles interpretierbar. Gerade das Gegenteil habe ich gesagt. Das Wort Gottes als Wort ist unveränderbar und ewig, islamisch gesehen. Allerdings, wie wir es verstehen, wie wir es mit dem Wort umgehen, wie wir in ihrem geschichtlichen Kontext auch möglicherweise sehen oder auch nicht, hier ist die Herausforderung. Im Koran steht, Ayatul Mutashabihat, manche Versen sind problematisch zu verstehen, müsst ihr euch bemühen, um das zu verstehen. Hier liegt der Wunder des Korans und hier ist die Herausforderung. Aber im gleichen Vers, das Sie zitiert haben, heißt das, und keiner kann das interpretieren außer Allah. Na, selbstverständlich, Herr Ulema. Ja, wer soll das? Selbstverständlich sind wir diejenigen, die interpretieren. Nein, das ist keiner außer Allah. Keiner außer Allah heißt das im. Sie müssen mir verzeihen, Herr Demir. Eine Frage trotzdem zwischendurch schnell Herrn Schießler stellen, weil das nun ist ja eine Geschichte, mit der Sie als katholischer Priester auch so Ihre Erfahrungen haben und wer die katholische Kirche Ihre Erfahrungen hat und das Christentum, nämlich die Frage sagen, der Interpretationsgeschichte auch des von Gott geoffenbarten Wortes. Sehen Sie sich da verwandt? Sehr verwandt, aber zunächst einmal das, was ich hier erlebe, so eure Diskussion, das ist genau die Situation, die wir in den Gemeinden, in der Öffentlichkeit stattfinden, die Angst davor, wer ist eigentlich dieser Islam? Mit wem habe ich es zu tun? Wo sehen Sie etwas Schlechtes hier? Ich sehe überhaupt keine Feinde. Und diese Angst, und Angst ist immer ein schlechter Ratgeber, und diese Angst extremisiert die Menschen. Ja, und darum ist es so wahnsinnig notwendig, dass diese Diskussion, die wir hier in der kleinen lauschigen Runde führen, dass die draußen geführt wird. Die Menschen wissen nicht, wer ist dieser Islam? Wer sagt im Islam, was richtig ist? Wir Christen, und jetzt komme ich zu Ihrer Frage, haben diesen Prozess ja schon seit Jahrhunderten gemacht. Bei uns heißt es historisch-kritische Methode. Wir sagen, die Heilige Schrift ist nicht die Quelle der Offenbarung, sie ist das Zeugnis der Offenbarung. Für uns ist es klar, dass diese Heilige Schrift über Jahrhunderte entstanden ist, dass es Glaubens- und Lebenserfahrungen sind, die darin Eingang gefunden haben. Die religiösen Traditionen müssen der Vernunft standhalten können. So weit sind wir. Und wir würden vielleicht gerne dem Islam oder den Islamgelehrten helfen. Ja, ohne dass hier Feindbilder entstehen. Nur kurz, es hat so geklungen am Anfang, als ob Sie irgendwie so dargestellt haben, ah, schaut's mal, die Muslime, die verstehen sich ja hier gar nicht. Nein, das ist die Angst in der Gesellschaft. Also dass hier im Islam ständig Leute untereinander diskutieren, dass es keine einheitliche Linie gibt. Und sie wissen nicht, wer ist unser Gesprächspartner. Ich denke, die Angst ist bei ISIS zum Beispiel jetzt, in Syrien, in Irak. Und die Angst haben wir alle. Da müssen wir offen sein, da müssen wir ehrlich sein. Und wenn wir uns abgrenzen von ISIS, und das tut die islamische Glaubensgemeinschaft, nur zwar wird das nicht jeden Tag so wie die ISIS-Kämpfe natürlich in den Medien ausgestrahlt, aber das tun wir, und das weiß jeder auch. Und die Mehrheitsgesellschaft wendet sich ab von diesen radikalen Extremisten und Fundamentalisten. Aber es müsste deutlicher geschehen, dieses Abwenden. Die Christen sagen, und das hören wir Seelsorger, die sagen, wo sind bitte die islamischen Führer, die sich ganz klar in der Öffentlichkeit von diesem politischen Terrorismus, die sind dann nur Mörder, die euren Islam hernehmen, um ihr Tun damit an religiös zu rechtfertigen. Hallo, die katapultieren uns ins Mittelalter, in die Antike zurück. Aber eines muss ich noch erwähnen, Sie kommen aus Deutschland, wir sind auch natürlich voll bei Ihnen, Sie kommen aus Deutschland und Sie müssen aber wissen, dass Zentralrat der Muslime jetzt zum Beispiel in ein paar Tagen eine ganz große Demonstration macht. Und hier, das Islamische Zentrum, macht das genauso. Gott sei Dank. Und Sie werden sehen, und das werden wir auch machen, wir werden es nur gemeinsam schaffen. Ja, nur darum. Richtig, darum aber genau um dieses Thema anzusprechen, nach den Mohammed-Karikaturen gab es in der gleichen Woche gleich Empörung und Massendemonstrationen von Muslimen weltweit. Während des Gaza-Krieges gab es sofort Mobilisierung innerhalb der Moscheen und da gingen die Leute sofort auf der Straße. Wie lange tötet und mordet ISIS jetzt schon? Und jetzt kommt die erste Reaktion von Muslimen, vor allem in Deutschland ist es sehr spannend, dass sie wollen nicht einfach nur gegen ISIS auf der Straße gehen, sondern sie wollen gegen ISIS und gegen Moscheebrände und dann
schlüpfen in der Opferrolle da, wo man sich von Gewalt deutlich identifizieren kann. Sie sagen, wenn Sie sagen, die ISIS-Leute interpretieren den Islam falsch. Definitiv. Und dann sagen Sie, das ist das Wort Gottes. Und wenn kommen das Problem näher, dann genau ist das. Der Islam und der Koran bietet ja, ist wie ein offenes Buffet und hat Inhalte, die auch von ISIS so verstanden werden kann. Wenn bitte, im Koran 25, ja. Wenn im Koran 25 Tötungsbefehle von Gott, stimmt nicht. Von Gott. Stimmt nicht. Schauen Sie, im Koran sind Geschichten. Ich sage es Ihnen jetzt. Nein, ich bin Religionspädagoge. Gott sagt, tötet Sie. Politologe. Nein. Verstehen Sie das im Kontext? Ich habe den Koran auswendig gelernt. Ja, da haben Sie über den Islam Schüler, mein 14-jähriger Schüler kann den Koran auch auswendig, aber er versteht gar nichts. Nein, ich bin in einer theologischen Familie. Ich habe einen Lehrstuhl für Islamwissenschaft. Einfach auswendig lernen wird nichts helfen. Und das ist unser Fehler. Ich habe drei Jahre lang Islamwissenschaft an der Uni unterrichtet. Bitte. Lassen Sie mich ausreden. Sie machen das jedes Mal. Lassen Sie mich bitte ausreden, dann können Sie das kommentieren. Danke, aber bitte lassen Sie mich nicht antworten. Nicht kommentieren. Bitte schön, nein, um Gottes Willen. Also ich steige uns auch aus, wenn Herr Demir, wir sind jetzt hier in einer Runde, wo wir wirklich auch das Recht haben. Wir leben nämlich in einem säkularen Staat und in einem säkularen Staat haben die Muslime das Recht und wir haben hier Religionsfreiheit in Österreich, Gott sei in Deutschland. Dank. Gott sei Dank. Ja, Sie müssen das gar nicht sagen und ich habe das Recht und deshalb bin ich auch hier eingeladen worden, mich mit dieser Religion, in der ich groß geworden bin, mich auseinanderzusetzen und auch kritische Fragen stellen zu dürfen. Weil diese Art Form von Fragen stellen, die habe ich nur mal in Europa gelernt und wenn ich mir die islamischen Länder anschaue, weil Sie vorhin gesagt haben, Herr Demir, wir sollen jetzt nicht sofort verallgemeinern, aber Sie verallgemeinern, wenn Sie sagen, es ist eigentlich friedliche Religion und lassen eigentlich gar nicht zu, dass wir auch mal kritische Fragen stellen. Ja. Und wenn ich sage wir, dann meine ich auch nicht die einzelnen Individuen, sondern ich meine natürlich die Länder selbst. Und wenn Sie sagen, der Islam ist eine friedliche Religion, dann frage ich mich, in welchem Land wird diese Religion eigentlich friedlich gelebt? Es gibt nicht ein einziges demokratisches Land, wo es islamisch ist und säkular ist. Das heißt, wo es auch Religionsfreiheit gibt für Andersgläubige in diesen Ländern. Und die einzigen friedlichen Muslime, die wirklich aktiv sind und was tun, leben in Europa, in Amerika, also in westlichen Ländern, wo es Säkularität gibt. Also, dass Sie heute hier so sind, ja, haben Sie europäischen Gesellschaften zu verdanken, wo ist Religionsfreiheit? Wissen Sie, wem ich das zu verdanken habe? Dem Imam, der mich großgezogen hat, all die ethischen Werte vermittelt hat und meiner Mutter, dann die mich auch zur Sie Moschee bitte, geschickt welche, hat. In welchen Ländern das auch so üblich ist, darüber reden wir. Wir reden wir nicht reden, über Sie, dass Sie glücklich Sachen. Sind mit Ihrer Religion, wie Herr Hamad auch weiß, gesagt Herr hat. Ich bitte Sie, Herr Demir, nicht von sich selbst zu sprechen, sondern von Gesellschaften auch zu sprechen. Ich bin Religionslehrer. Als wenn Sie Pädagogen sind. Suchen Sie bitte eine Gesellschaft und nicht sich selbst, ja? Es wurde hier einiges falsch gesagt, was ich korrigieren möchte, insbesondere dem Publikum, der da applaudiert. Im Koran steht keine Befehle der Tötung und die Qital-Ayat, das heißt die Versen der Kämpfe, sind überall mit einem negativen Zusammenhang versehen. Das Wort Krieg kommt viermal im Koran immer mit einem negativen Zusammenhang. Man muss den Koran immer, liebe Leute und liebe Zuschauer, auch so sehen, dass man davor und danach der Verses, was der Herr Abd al-Samad hier erzählt, auch liest. Der Koran sagt, das heißt, wenn sie den friedlichen Weg, deine Gegner, den friedlichen Weg einschlagen, dann bist du verpflichtet, diesen Weg auch einzunehmen. Das ist der Islam und das ist der Koran. Aber zu IS möchte ich eines sagen und als ein Syrer, der jetzt sein Land gerade zerstört wird von einer unglaublich brutalen Diktatur. ISIS und Daesh auf Arabisch hat es gegeben seit Ende 2012. 2013 habe ich persönlich referiert darüber, auch in London, in Den Haag und auch in Wien. Kein Mensch wollte davon wissen, solange die Muslime, die Syrer, abgeschlachtet wurden. Als in dem Moment, als es begonnen hat, dass da Minderheiten
abgeschlachtet werden und ausländische Journalisten und Amerikaner, dann hat die Welt überhaupt IS gesehen. Wir Syrer wurden lange Zeit im Stich gelassen und abgeschlachtet seitens Assad-Regime und seitens IS und kein Mensch hat geholfen. Ich glaube, und alle haben zugeschaut. Wenn ihr dann sagen dürft, jetzt bei mir die Bemerkung gefallen ist, IS würde den Koran falsch interpretieren, die interpretieren gar nicht. Ganz genau. Es ist eine Verbrecherbande, die weder von Indonesien bis Mauretanien kein einziger Gelehrter, nennen Sie mir, Herr Abdus-Samad, einen einzigen Gelehrten von Indonesien bis Mauretanien, der die IS-Untaten und Verbrechen rechtfertigt. Ja. Einen Namen. Und ich kann Ihnen sagen, der Anführer von ISIS selbst ist Gelehrter. Überhaupt das ist, nicht. Der ist Professor für Islamwissenschaft. Der ist Professor für Islamwissenschaft. Lesen Sie mal über seine Geschichte. Er ist nicht etablierter ist Gelehrter, Professor bitte. Der Islamwissenschaft. Und natürlich gab es so viele Gelehrten, die gesagt haben, und das ist wichtig, ja. Dass die ISIS-Leute, was sie machen, Annahme. Ist falsch. Nein, ich sage Ihnen, lassen Sie mich bitte ausreden. Sie können mich nicht ständig unterbrechen. Das geht gar nicht. Die Gelehrten sagen, sind gegen ISIS als Kalifat. Aber die sind nicht gegen die Idee des Kalifats. Die sind gegen die Art und Weise, wie ISIS die Scharia einführt. Aber sie sind nicht gegen die Idee der Scharia. Und das ist das Problem. Und das ist das, was auch die Glaubensgemeinschaften in Österreich und in Deutschland nicht deutlich machen, dass sie sich auch von diesen Konzepten wie Scharia und Kalifat endgültig lösen und sagen, das Grundgesetz liegt für mich über allem. Aber das höre ich von Ihnen nicht. Darf ich nur einen Einwurf machen? Yes. Wir haben jetzt nicht den außenpolitischen Teil dieses Themas auf unserer Agenda. Wir möchten reden über den Islam in der westlichen Welt und wie er sich darstellt. Und wenn ich zusammennehme, was die öffentliche Wahrnehmung dazu ist und was auch hier die Emotion in dieser ersten Diskussionsrunde ist, dann fällt auf, dass die Kritik, und Sie haben das erwähnt, Frau Kelleck, sehr schnell auch mit dem Vorwurf der Islamophobie belegt wird. Mhm. Nicht? Also da gibt es schon auch die Wahrnehmung, dass eigentlich eine allseitige Empörungs- und Opferbereitschaft da liegt oder da ist und dass im Grunde auch eine zu große Empfindlichkeit herrscht. Ist das Ihre Erfahrung? Ja, es ist sehr schade, dass seit Jahrzehnten Muslime eigentlich in Europa, in Deutschland zum Beispiel leben oder in Österreich, aber wir haben kaum Möglichkeiten als muslimisches Kind oder als Menschen gerade über die eigene Religion tatsächlich was zu erfahren, also ein kritisches Denken. In allen Moscheen, ich kenne nicht eine einzige Moschee, die das tut, gibt es sowas wie ein Denkverbot. Es wird den Kindern ganz klar beigebracht, Taklit, das heißt Nachahmung. Ich habe den Koran auswendig zu lernen, ich habe zu lernen, den Hodja und die Männer zu Hause, also dieses hierarchische Prinzip, patriarchalische Prinzip zu akzeptieren, keine Fragen zu stellen, niemanden in Frage zu stellen. Es gibt eine Herrschaft der Männer zum Beispiel über die Frauen, die auch der Koran legitimiert und auch die Imame niemals in Frage stellen. Das heißt, als Kind, als Mädchen, wenn ich in eine Moschee gehe, um meine Religion kennenzulernen, jeder Mensch hat das Recht, seine Religion zu leben, als Identität, als friedensstiftend. Wenn ich diesen Frieden suche und ich gehe in eine Moschee, kann ich den leider dort nicht finden. Es wird mir ganz klar beigebracht, wie ich zu gehorchen habe und keine Fragen zu stellen. Habe. Das heißt, ich kann diesen heilige Schrift, den Koran, gar nicht interpretieren, lesen in einer Moschee. Frau Kelleck, wann waren Sie zuletzt in einer Moschee, Frau Kelleck? Und ich habe festgestellt, dass gerade die Moscheen dafür verantwortlich sind, dass diese Männer so frauenfeindlich und auch gegenüber Andersgläubigen so feindlich groß werden. Und wir haben keine Möglichkeit, obwohl wir in einem säkularen Staat leben, dass der Staat sich einmischt und genau kontrolliert, was wird eigentlich diesen Kindern dort vermittelt. Diese Trennung von Männern und Frauen, die kommt direkt aus den Moscheen. Das heißt, der Junge lernt, auf seine Schwester aufzupassen. Er ist ja Ehre der Familie. Und darin wird er gestärkt und legitimiert. Ich bin froh, dass es so jemanden wie Herr Demir mittlerweile gibt. Wir haben vorhin darüber uns unterhalten, dass Pädagogen mittlerweile wissenschaftlich, pädagogisch an einer europäischen Universität ausgebildet wird. Der halt genau aber weiß, auch in der Gesellschaft etabliert. Aber genau weiß, wie er mit den Kindern zum Beispiel in eine säkulare
säkulare Gesellschaft heranzieht und friedlich seine Religion leben kann. Und darüber bin ich froh. Nein, das sind nicht die meisten. Sie sind gerade ein Beispiel als kleine Gruppe in Österreich. Nein, das stimmt nicht. Genau umgekehrt. In Deutschland haben wir mit diesen pädagogischen Ausbildungen gerade angefangen. Wir haben überhaupt noch nicht Ausgebildete, noch immer noch beherrschen und herrschen die Moscheen über die Lehrer, die in den Schulen vermittelt werden. Darf ich nur was sagen? Dankeschön. Wir haben am 25. Oktober hier in Österreich Tag der offenen Moschee. Da lade ich alle Österreicher ein, in Anführungszeichen zu kommen und nicht über die Muslime zu sprechen, sondern mit den Muslimen zu sprechen. Herr Demet, ich habe über die Strukturen in der Moschee gesprochen. Darauf antworten Sie wieder nicht. Sie versuchen schon wieder, irgendwelche Pillen zu verteilen. Ich versuche keine. Doch. Wir sollen wieder ganz harmonisch hier sitzen und sagen, der Islam ist. Nee, wir sollen Ihnen glauben und sagen, wir gehen niemals in eine Moschee. Nein, wir sollen über Diskussionen diskutieren. Ich möchte zu dieser Frage zurückkommen. Der Begriff der Islamophobie ist ja doch interessant. Warum ist es so, dass auf Kritiker reagiert wird mit einem Begriff, der eigentlich eine Pathologisierung enthält und zu sagen, wer kritisiert, ist eigentlich krank. Eigentlich ist es, muss man unterscheiden, wenn es um eine allgemeine Religionskritik, dann überhaupt nichts dabei und sehr wohl auch Muslime müssen das aushalten können und müssen. Allerdings gibt es Islamfeindlichkeit als eine Art neuer kultureller Rassismus, der spezifisch Diskriminierung von Musliminnen und Muslimen auch rechtfertigt. Wir erleben es täglich und wir bekommen es auch von unseren jungen Mädchen, dass sie manchmal auf der Straße geschimpft werden, dass sie angespuckt werden, dass sie bei der Arbeit nicht aufgenommen werden. Und in dieser Hinsicht sagen wir, Islamfeindlichkeit zu bekämpfen, ist nicht eine Aufgabe der Muslime, sondern eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft, um hier Rassismus wirklich entgegenzuwirken und Chancengleichheit zu gewährleisten. In dieser Hinsicht, was wir heute an Hassbriefe bekommen, auch in der islamischen Glaubensgemeinschaft und auch aus Imame und Seelsorger, auch als Kinder, müssen wir alle Sorge tragen, gleichzeitig einen allgemeinen Diskurs über Religion überhaupt nichts dabei, ist es nicht nur legitim, sondern auch förderlich. Sie vermischen Islamkritik mit Rassismus. Ja. Und das sind unterschiedliche. Rassismus, wir sind alle dagegen und wir schmeißen nicht alle Muslime in einen Topf. Und ich sage auch in jeder Gelegenheit, dass die Mehrheit der Muslime friedlich sind. Nein, lesen Sie mein Buch, da schreibe ich drin, dass die Mehrheit der Muslime freundlich. Nein, was ich sagen will, ist, natürlich, wenn wir solche Phänomene bekämpfen wollen, dann will ich mehr Ehrlichkeit seitens der Glaubensgemeinschaft. Ich erinnere an einen Fall in Österreich vor einigen Jahren, als diese Studie rauskam, diese Dissertation über Islamlehrer in Österreich, dass fast 22%... Über die Studie gab es sehr, sehr viel Kritik, übrigens nur nebenbei. Genau, das ist genau der... Sie repräsentieren genau den Reflex, den ich für problematisch finde. Statt überhaupt auf dieser... Stimmt jede Studie. Lassen Sie mich ausreden, bitte. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Wenn eine Studie 2009 öffentlich diskutiert, 2007 als Dissertation abgeschlossen, davon ausgeht, dass 22% aller Islamlehrer in Österreich antidemokratisch sind, 18% können es verstehen, wenn ein Mensch wie ich, der den Islam kritisiert oder Apostat wird, dass er dafür getötet wird. Ich habe einen konkreten Fall, dass das jetzt der Fall bei mir ist, dass ich, weil ich ein Buch über den islamischen Faschismus geschrieben habe, dass ich von Islamgelehrten zum Tode freigegeben wurde. Lassen Sie mich dann zu Ende führen. Wie war Ihre Reaktion damals? Wie war Ihre Reaktion auf diese Studie persönlich, Herr Bagajati, im Kunstzentrum Depot in Wien Neubau? Sie haben das sofort relativiert und die Wissenschaftlichkeit der Studie in Frage gestellt, statt diese Studie als Chance zu sehen. Leute, das ist Alarmglocke, wenn 22% der Lehrer solche Haltung zu Gewalt und zu Demokratie haben. Kennen Sie einen? Ich kenne Hisham A. Wer ist Hisham A? Hisham A, Sie können mir sagen, das ist aus dem Kreis der Glaubensgemeinschaft in Syrien, der eine Karenzzeit genommen hat und nach Syrien gegangen ist, um gegen Assen zu... Sie haben mir gesagt, nennen Sie mir einen. Ja. Habe
ich einen genannt? Nehmen Sie mir noch einen gesagt. Habe ich einen gesagt? Ich nenne dann die 100, die 140, 150 Österreicher, die jetzt in Syrien kämpfen. Sie sind nicht aus dem Himmel gefallen. Sie sind aber keine Religionslehrer. Sie haben das auch von ihren Lehrern, von ihren Imamen in den Moscheen gehört. Und sie haben genau diese Opferhaltung. Muslime sind überall Opfer. Und deshalb kommt ihnen natürlich diese Ideologie entgegen. Wir müssen für unsere Glaubensbrüder etwas tun. Das wird auch an Moscheen gepredigt. Und dann fliegen sie nach Syrien. Ich sage Ihnen etwas. Er ist mein Glaubensbruder. Darf ich was sagen? Solange Sie die Probleme woanders verlagern, lösen wir das Problem nicht. Seien Sie ehrlich und üben Sie Selbstkritik endlich. Ich werde ehrlich sein und Sie werden mir jetzt nur ein bisschen zuhören. Nein, stopp. Nein, das geht so nicht. Tut mir leid, das geht so nicht. Wir haben jetzt geredet über diese Studie. Ich glaube, das war die Studie von Herrn Khorshide damals, die Dissertation. Ja, und Khorshide war, und wir können die nicht vertiefen, weil wir sie alle nicht im Detail kennen. Worum es geht, sind zwei Dinge, was Herr Abdelsamad Ihnen vorwirft, ist, dass Sie solche Studien, die Ergebnisse, sagen, nicht als Chance begreifen, zu sagen, okay, was können wir hier tun, sondern sie wegdrücken und sagen, die Studie, das gibt es gar nicht, die Studie ist, die ist unwissenschaftlich. Ich möchte mit Herrn Schießl auf das zurückkommen, aber was vorher passiert ist, denn es geht ja um das Thema, Sie sagen, es gibt den Rassismus und sagen, die Mitglieder der islamischen Gemeinde werden beschimpft, werden bespuckt, werden sagen, in der Gesellschaft diskriminiert. Herr Abdelsamad hat die persönliche Erfahrung, dass gegen ihn es eine Aggression gibt. Und ich würde jetzt gern Herrn Schießler bitten, der sagen, hier in dem Sinn keine Aktie im Spiel hat, uns zu sagen, wie aus Ihrer Sicht, diese Frage, wie geht es den Muslimen in dieser Gesellschaft, werden sie auf diese sagen, harsche Weise diskriminiert, wie Sie das als ein wohlwollender Beobachter den Muslimen gegenüber, darf man glaube ich sagen, wie Sie das sehen? Ja, ich störe mich in der ganzen Runde schon immer an diesen Begriff Islamfeindlichkeit. Es ist keine Feindlichkeit, sondern wie ich jetzt schon sagte, es ist Angst, es ist Furcht, die vor allem der Unkenntnis entspringt. Und darum würde ich mir gerne wünschen, der Islam hätte so etwas Ähnliches wie wir, auch wenn oft geschimpft wird, nämlich ein Lehramt, das vorgibt, was der eigentliche Glaube ist. Dann könnte man sich besser daran orientieren. Es passiert nicht nur zwischen Religionen, es passiert zwischen allen Kulturen. In Ihrem Buch Abschied vom Himmel habe ich diesen Satz gelesen. Dort, wo Kulturen sich nicht mit anderen Kulturen auseinandersetzen, können sie sich ja nicht weiterentwickeln. Und das gilt für Religionen ganz genauso. Und das müssten alle Religionen eigentlich miteinander tun. Nicht dem anderen immer vorschreiben, wie Religion wirklich geht, sondern sich in den gemeinsamen Schnittmengen treffen. Und Religionen können nur Religionen der Liebe sein. Und nichts anderes. Dankeschön. Und es kann nicht um Todesgebote gehen, es muss um Menschen und um Liebesgebote gehen. Und das ist eigentlich die Grundsehnsucht in der Gesellschaft. Ich habe solche Vorfälle, die Sie beschreiben, noch nicht erlebt und auch noch nicht gehört. Vielleicht lebe ich in einer so zivilisierten Welt, wo das nicht passiert. Ich gehe in mein Geschäft, ob ich mir einen Döner kaufe oder zur Post gehe und da ist eine Angestellte und die hat auch ihr Kopftuch. Das gehört zu ihrer Religion, das wird akzeptiert und damit ist es klar. Nur weiß ich auch, Kopftuch ist nicht Kopftuch. Da bin ich dann bei Ihnen wieder dabei, wenn das Kopftuch dazu dient, die Sexualität zu kontrollieren, die Frau zu kontrollieren, dann kommen wir schon wieder in den politischen Bereich hinein. Und dort muss eine offene Diskussion stattfinden, da muss der Islam auch bereit sein, dass er lernfähig ist, dass er sagt, ja, ich lasse mir auch was sagen. Und da kennen Sie keine auch Frage. Keine Frage, Dialogfähigkeit und auch Kritikfähigkeit und auch Mut zur Selbstkritik ist sehr wichtig. Und zur Lehre in Österreich ist es anders als in Deutschland. Wir haben die islamische Glaubensgemeinschaft und wir definieren als islamische Glaubensgemeinschaft unsere Lehre. Gerade die Studie, was der Herr Abdelsamad da erwähnt hat, wurde mit Einwilligung des Präsidenten der islamischen Glaubensgemeinschaft, sonst wäre nie zustande gekommen. Wir als islamische Glaubensgemeinschaft haben die Studie nicht mal offiziell kommentiert. Es wurde danach sehr wohl gehandelt, Herr Abdelsamad. Es wurden Gespräche mit den Lehrern und mit dem Ministerium gegeben und hat auch einen Vertrag mit den Lehrern aus 5 Punkten gegeben, die die Lehrer unterschrieben haben. Das heißt, uns jetzt vorzuwerfen, dass wir nichts tun und umgekehrt, gerade der Khorshide war ja als Lehrer
und aus einem, der hier eigentlich seine Karriere in Österreich gemacht hat. Wir wollen es nicht im Einzelfall diskutieren. Aber dieser Lehrer, der jetzt nach Karenzzeit genommen hat, und nach, aber woher kommt er? Aber woher kommt er? Woher kommt er? Der kommt von Hizb ut-Tahrir, eine Organisation, die in Deutschland als extremistisch eingestuft ist. Lehrer. Ja, aber haben Sie das nicht als Glaubensgemeinschaft gewusst, dass er zu Hizb ut-Tahrir gehört? Ich muss Sie und die anderen bitten, wir können nicht über Einzelfälle hier diskutieren, die den anderen nicht bekannt sind. Das kann niemand nachvollziehen. Wir sind bei der Grundfrage, sagen, das Angebot, so wie ich es verstanden habe, wie sieht es aus, sagen, um die Selbstkritik und sagen, auch Lernfähigkeit, wenn man jetzt so will, muslimische Institutionen in unseren Gesellschaften. Das ist die Frage, wir können es nicht so in einzelnen Studien. Und dazu muss man eine gewisse Religion, der Satz ist schon aufgegangen, Religion ist ja das Intimste, was es gibt. Nicht der Körper, sondern Religion ist das Intimste, weil das ist in mir drin. Ich muss es für mich selbst verstehen und vor mir selber offenbaren. Ich muss sonst gar nichts anderes tun. Ich bin nicht gezwungen, das in der Öffentlichkeit zu zeigen. Und auf diese Intimität müssen wir Rücksicht nehmen. Ich bin ja Wiesenbedienung. Nur damit wir ein bisschen lockerer werden hier. In zwei Tagen geht das Wiesen um. Ist es einmal passiert, dass ich hier wirklich einen erkennbaren Moslem auf der Wiesen gehabt habe und der hat das Bier getrunken. Und da bin ich halt voller Neugier hin und habe gesagt, na jetzt... Holla, habe ich was verpasst oder was? Was ist hier los? Und dann habe ich einen so weisen, tollen Satz gehört. Der hat mir richtig innerlich jubilieren lassen. Er hat gesagt, weißt du, was da in dem Glas drin ist, hat nichts mit meiner Religion zu tun, sondern wie ich mit diesem Glas umgehe. Bye. Weil ich ja in der Seelsorge auch aktiv bin. Es gibt auch Muslime, die stehlen. Es gibt auch Muslime, die morden. Ja, es gibt auch andere Muslime, die böse Muslime. Wenn jemand mordet, ist er natürlich böse. Ja. Und dann landen die im Gefängnis. Und genau hier müssen wir einen Beitrag setzen. Das heißt, hier müssen wir ansetzen und Aufklärungsarbeit leisten, damit sie nicht nochmal ins Gefängnis reinkommen. Und wäre für mich ist der Islam perfekt. Aber die Muslime sind nicht perfekt. Hm. Und jeder macht Fehler. Ich mache auch Fehler. Und das müssen Sie dann aber auch... Aber ihr lehrt jetzt den nimmer dann, dass man die Hände abhackt. Um Gottes Willen, schauen Sie. Ja. Ich frage nur, gell? Nee, schauen Sie, ja, das ist schon eine provokative Frage in dem Sinne. Ja, schauen Sie. Das ist das, was die Öffentlichkeit... Also für mich ist es provokativ, wenn Sie sagen, der Islam ist perfekt. Ja, ja, ja. Wie kommt man eigentlich dazu? Jede Religion, keine Religion ist also perfekt. Also darf ich bitte Christen, jetzt auch... Perfekt. Jetzt bin ich dran, das Christentum ist nicht perfekt. Für Sie? Herr Demir, okay, bitte. Jetzt? Gott ist perfekt. Ja, also ich würde gerne, das ist genau das Problem, was wir in jeder islamischen Gesellschaft haben, und zwar, dass nicht wirklich inhaltlich ernsthaft miteinander gestritten wird, also auch mit Gelehrten ist es kaum möglich. Also die Gelehrten haben anscheinend immer so gelernt, das zu verteidigen, was sie tun, ohne das in Frage zu stellen, und andere, die das in Frage stellen, nicht zuzuhören. Was meint sie eigentlich genau? Ich habe ganz was anderes vorhin kritisiert, und zwar, dass ich mich sehr darüber beschwere, dass eben die selbsternannten Imame, die eben keine wissenschaftliche, theologische Ausbildung haben, in den Moscheen sind, dort herrschen und unsere Jugend für die Zukunft ziehen. Es ist leider so, dass die Religion auch von Anziehungskraft eben nicht verliert innerhalb der islamischen Gesellschaft, wie in christlichen Welten, wo der Bürger gelernt hat, sich für sich selber zu entscheiden, will ich Gott lieben, will ich nicht, will ich in die Kirche oder nicht, und der Staat kontrolliert den Einzelnen nicht. Aber wir haben nun mal so eine, wir haben in islamischen Ländern und auch innerhalb der islamischen Umma diese Möglichkeit nicht auszutreten, einzutreten, für mich selber einen mit meinem eigenen Verstand eigentlich den Weg zur Religion zu finden. Dazu sind diese Menschen, die dort lehren, nicht befähigt. Im Gegenteil. Es wird schon sehr viel auch Politik betrieben. Das hat was mit den ursächlich, mit diesem perfekten Islam zu tun, was Herr Demir erzählt, dass der Islam an sich als Religion nie geteilt war zwischen einem Papst und Kaiser zum Beispiel. Es hat nie eine Trennung, diesen Dualismus in islamischen Gelehrten nie gegeben. Wir hatten Kalifat, wir haben Sultane, wir haben die Osmanen, die halt diese Religion gleichzeitig sie Stifter waren und gleichzeitig Sultane waren. Also wir haben diese Trennung nicht, und um diese Trennung kämpfe ich oder streite ich, darüber schreibe ich, dass diese Religion auch in einer säkularen Staat von einzelnen Individuen gelebt werden muss. Und was Sie meinten, Herr Schlister, dass mittlerweile Religion, für mich ist Religion was Irrationales.
und hat mit Rationalität nichts zu tun. Daher muss jede Religion, auch in der Zukunft, das wünsche ich mir für die nächsten Jahrhunderte, für die ganze gesamte Welt, dass wir eigentlich dahin kommen, dass Religionen sich aus der Politik rausziehen müssen und dass Menschen sich selbst entscheiden, wie sie glauben wollen. Das ist eigentlich eine Herausforderung an die gesamte Menschheit. Solange sich Religionen sich so einmischen in die Politik und bestimmen, ob eine Frau nun Kopftuch tragen sollte oder nicht. Es gibt aber genug Menschen, die das auch nicht tun. Ich möchte gerne Religion mit Ratio verbinden. Ich möchte, dass sich religiöse Traditionen... Der Glaube und Ratio ist aber getrennt, schon lange in Europa. Ich möchte, dass sich religiöse Traditionen auch Vernunftargumenten unterwerfen. Ich möchte die Trennung in diesem Sinne vollziehen und nicht sagen, das ist eine reine Privatsache und hat mit der Gesellschaft und hat mit gesellschaftlicher Entwicklung nichts zu tun. Jede religiöse Tradition muss der Vernunft nach verstehbar sein. Und wenn das nicht möglich ist, dann muss sie sich in Frage stellen lassen. Aber warum gehen so viele Menschen aus der Kirche? Warum hat man mehr jetzt auf den Humanismus und auf den menschlichen Verstand jetzt gesetzt? Wir haben Parlamente, wir streiten politisch. Sie gehen nicht aus der Religion. Sie treten aus einer Verfassung, aus einer Institution aus, die diese Religion vertritt. Zwei Drittel der Europäer nennen sich atheistisch. Das heißt nicht, dass sie nicht religiös sind. Da müssen Sie ja noch sehen, in welchen Ländern kann ich überhaupt aus der Kirche austreten? Es gibt Länder, wo das gar nicht in Europa ist. Schon. Und das tut doch Europa gut, oder? Da sind wir, glaube ich, an einem interessanten Punkt, den auch Frau Kelleck anspricht und den ich jetzt weiterführen möchte, nämlich, Sie sprechen ja von diesem totalen Anspruch von Religion, der Politik und Religion nicht trennt. Und das ist ja eine These, die auch, ich glaube, Herr Abdelsamad verwendet sie auch in seinem Buch, die ja auch zur Erklärung des Gewaltpotenzials des Islam eine wichtige Rolle spielt, nämlich diese ganz scharfe Trennung zwischen Gläubigen und Ungläubigen und diese Nichtmöglichkeit, den Glauben und die Offenbarung und die Religion als solche abzulehnen, dass dort drin die Energie für Gewalt auch steckt. Ist da nicht was dran, Herr Bagajati? Wir sind alle Menschen. Gott spricht auch zu den Menschen im Koran, allgemein, ja, Johannasu, und in anderen Bereichen für die Muslime. Das heißt, in der Religion, jeder hat seine Religion auszuwählen und Laikraha verdient kein Zwang in der Religion. Jeder mag glauben, dass seine Religion der beste Weg hat, aber nie kann das eine diskriminierende Wirkung für die anderen. Und was Frau Kelleck da gesprochen hat, sind sehr tiefe, erste Angelegenheiten, die man durchaus ernst nehmen muss. Und zum Beispiel die Stellung der Frau in der muslimischen Gesellschaft. In der Tat gibt es manchmal Verwechslung zwischen Tradition und Religion. Und hier, selbstverständlich, sind wir alle aufgerufen, als Muslime mehr Frauenrechte zuzulassen, mehr Stimme für die Frauen zu geben und auch allgemein wir Muslime politisch auch uns artikulieren. Hier liegt ein großer Irrtum, was Frau Kelleck meint, dass hier Muslime sollen sich heraushalten aus der Politik. Umgekehrt, religiöse Menschen haben nicht nur das Recht, sondern auch die Verpflichtung, sich einzubringen in der Politik. Die Religion für die politischen Zwecke zu missbrauchen, hier liegt das Problem. Ansonsten, selbstverständlich sollen wir ja politisiert und auch im allgemeinen Diskurs in Richtung Menschenrechte, Kampf für Rechte der Flüchtlinge, Kampf für die Schwächsten in der Gesellschaft, für die Frauen, jeder nach seinem Ursprung. Der Muslim kann es islamisch nehmen, der Humanist kann es von Humanismus nehmen, der Christ kann vom Christentum nehmen und wir uns einigen uns, dass wir diese Werte, die allgemein humanistisch sind, für uns alle sind. Gerechtigkeit, Antidiskriminierung, Frauenrechte, Gleichheit vor dem Gesetz. Und hier können wir uns durchaus einigen und gemeinsam diese kommenden Herausforderungen begegnen. Sehr schön. Sehr schön. Ich habe auch sehr lange geschwiegen und zugehört, weil ich auf diese positiven Impulse warte und da können wir uns langsam näher kommen. Sie sagen, beginnen wir mit dem Thema Frauenrechte. Erkennen Sie, dass in der islamischen Tradition und im Koran selbst, dass auch Defizite gibt
in Sachen Frauenrechte. Dann können wir darauf aufbauen. Erkennen Sie das in islamischen Tradition ja, auch im Koran nicht. Auch im Koran, wenn im Sura 4, Vers 34 steht, dass Gott dialogisch abhandeln. Das wird schwierig. Ja, lassen Sie, und dann, er wirft einen Satz rein und dann wird es. Soll ich aufstehen und gehen? Also das, wenn das wirklich jedes ja. Mal so ist, dass jede halbe Stunde... Das ist eine gute Option. Aber warum muss ich immer unterbrochen werden, wie ich spreche? So kann man keine Diskussionen führen. Sie haben vorhin fast 10 Minuten gesprochen und ich habe nichts gesagt. Und dann springen Sie mir ins Wort. Ja, und vor allem, was auffällt, immer wenn Sie einen Koran zitieren, ja, genau. Dann werden die zugegangen. Ja, weil er ist kein Islamwissenschaftler und versucht mit irgendwelchen... Wissen Sie, was das ist? Ich lade jeden im Publikum und jeder auch zu Hause, schlagen Sie in Koran jede Übersetzung, die Sie brauchen, Sura Nummer 4, Vers Nummer 34 und lesen Sie alle Exegesen von allen Islaminterpreten zu diesem Vers, was es bedeutet. Wenn ein Mann befürchtet, dass seine Frau widerspenstig wird, nicht wenn sie tatsächlich widerspenstig wird, wenn er befürchtet, dass sie widerspenstig wird, dann gibt Gott einem Mann, weil im Koran spricht ein Mann zu einem Mann und zu Männern. Frauen existieren ja nicht. Wenn die Frau widerspenstig ist, wenn der Mann das befürchtet, dann gibt es die Option, sie zu schlagen. Wenn ein Gott das nötig hat, das in einem heiligen Buch zu sagen, und dann Sie kommen hier und sagen, das ist das Wort Gottes und das ist perfekt, dann werden Sie das nie so das Problem lösen. Wir müssen sagen, selbst wenn es im Koran steht, ich lehne diesen Vers ab, das ist gegen Frauenrechte, gegen Menschenrechte. Diese Haltung vermisse ich, aber das irgendwie so rumzuinterpretieren, so die Art und Weise, wie man das haben will, Ja, jetzt. Schnelle Antwort. Der Herr Abdussamad hat gesagt, wer einen Gelehrten gibt, ich nenne den großen Gelehrten Tahir ibn Ashur, ein tunesischer anerkannter Sheikh al-Azhar, der sogar gesagt hat, hier Frauen schlagen überhaupt in den Gesellschaften, wo die Frauenrechte auch etabliert sind, kann auch verboten werden und soll es. Und heute in allen meisten islamischen Ländern mit allen Kritiken, wo ich ihnen hundertprozentig recht gebe, ist Schlagen von Frauen absolut verboten und islamisch gesehen kompatibel. Wenn Sie mir Zeit geben, um richtig theologische Abhandlung durchzugeben, mache ich gerne, Herr Fleischer. Das wird leider jetzt nicht möglich sein. Sie wollten darf ich auch bitte, ja. Und zwar, es sind so viele Sachen gefallen. Erstmal ungläubig, ja? Darf ich Ihre Antwort eine Frage mitschicken? Es ist interessant. Weil es sind so viele Punkte, Herr Fleischer. Also, das war die Frage. Sie haben gesagt, in der islamischen Tradition gibt es Probleme damit, zum Beispiel mit der Stellung der Frau, aber nicht im Koran. Richtig. Das scheint besonders wichtig zu sein, dass es im Koran kein Problem gibt. Ne? Richtig. Genau. Und darf ich jetzt hier gleich eingreifen? Und zwar das Wort ist Wadr Bonna. Und hier kommen auch Gelehrten und sagen, das heißt verlassen. Denn die Scheidung ist im Islam im Gegensatz zum Christentum doch erlaubt. Aber das ist wiederum eine theologische Debatte, wo wir natürlich diskutieren können, aber nicht Seiten, so viel Zeit haben. Ich möchte noch eines erwähnen. Das Wort ungläubig wurde erwähnt. Die Christen und die Juden sind nicht Ungläubige. Christen und Juden sind Ahlul Kitab, Besitzer der Schrift. Da könnte ich jetzt noch viel erzählen, möchte ich aber nicht, kann ich aber nicht. Und dann kommt natürlich das Wichtigste. Er zitiert aus dem Koran einfach, pickt einen Satz raus und sagt, genau so steht das im Koran. Das kann ich auch in der Bibel machen. Das kann ich im Alten Testament machen. Und wir da gibt es so viele Stellen, aber warum lassen Sie mich nicht ausreden? Im Koran, weil wir über den Islam sprechen. Genau, ich möchte es Ihnen nur erklären, damit Sie es auch besser verstehen. Das Gleiche kann ich auch mit der Bibel machen. Und ist es dann fair? Nein, ist es nicht fair. Man muss den Kontext verstehen. Man muss wissen, warum ist dieser Vers hinabgesandt worden? Was wollte Gott zu dieser Zeit? Das ist alles sehr, sehr wichtig. Sie wissen, was Gott wollte, ja? Bitte, nein, es ist wichtig, dass wir wissen, in dieser Zeit ist das passiert. Zum Beispiel steht im Koran, rede mit dem Blinden. Soll ich jetzt jeden Blinden, den ich sehe, mit dem reden? Nein, es war eine Situation, wo für uns der Prophet Mohammed mit jemandem geredet hat. Und genau in diese Situation kam ein Blinder und er sagte kurz Stopp. Und Gott hat dann zu ihm gesagt, rede mit dem Blinden. Hat er sich abgewehrt und hat mit ihm geredet.
ich könnte tausende Beispiele geben. Und Gott sei Dank bin ich Religionslehrer und habe meine Schüler, wo ich wirklich für Aufklärung sorge. Und wenn die Schüler all das hier wirklich auch akzeptieren würden, dann wären im Gefängnis 30-fach, 40-fach mehr Muslime inhaftiert. Ich möchte mich jetzt kurz ein Satz über den Islam, weil Sie haben gefragt, so islamisch gesehen. Ja. Der beste Übersetzer und Erklärer des Islam ist Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm. Und er hat gesagt, derjenige, der die Frauen schlägt, ist ein Idiot. Das ist eine schnelle theologische Antwort. Ich schlage vor, dass wir uns jetzt von den theologischen Prinzipien in die gesellschaftliche Realität eher begeben. Mhm. Eins der entscheidenden Schlagworte und eins der Schlüsselworte in der Diskussion, in den aktuellen Islamdebatten, ist Integration. Wie wichtig die Arbeit mit jungen Muslimen ist und wie gefährlich es sein kann, diese Arbeit zu vernachlässigen, weiß kaum jemand so gut wie Razman Demir. Wie jeder strenggläubige Muslim spricht Ramazan Demir fünfmal am Tag das Gebet. Für den 28-jährigen Religionslehrer und Gefängnisseelsorger steht fest, je stärker der Glaube, desto friedlicher der Mensch. Diese Botschaft trägt er einmal pro Woche in die Justizvollzugsanstalt Wien-Josefstadt. Aufklären, informieren, entradikalisieren. Das sieht Demir als seine Aufgaben. Die Insassen, die Häftlinge, haben wenig Ahnung über den Islam. Die kommen zusammen, der eine erzählt, was er weiß, der andere erzählt was, und dann wird irgendwas zusammengebastelt. Und dann kommt etwas raus, was vielleicht entgegen der Religion spricht. Der Islam ist für Seelsorger Demir nicht die Ursache für Gewalt und Entfremdung, sondern die Lösung. Und im Gefängnis zentraler Bestandteil der Resozialisierung. Das Problem? Für die rund 1500 Häftlinge muslimischen Glaubens stehen nur 46 islamische Gefängnisseelsorger zur Verfügung. Im Gegensatz zu ihren christlichen Kollegen arbeiten sie alle ehrenamtlich. Die Folge? Das Budget ist zu niedrig, die Zeit zu knapp und die Betreuung zu oberflächlich. Falls sich irgendeiner hier in der Justizanstalt sich radikalisiert, weil kein Imam, kein Seelsorger da ist und Hilfestellung leisten kann, dann ist der Staat auch mitschuld. Hinzu kommt, nur 2 von 27 Justizanstalten verfügen über eine Gefängnismoschee. Wien-Josefstadt ist eine davon. Doch auch hier sind die Plätze begrenzt. Zum Freitagsgebet von Imam Demir können die Insassen nur alle 3 bis 4 Monate gehen. Dabei ist das gemeinsame Gebet für viele muslimische Häftlinge elementar. Ich denke nicht mehr an schlimme Sachen halt. Und wenn man betet, denkt man nicht daran. Man einfach, die Seele ist beruhigt und ja, man denkt halt nach vorn und lass das Schicksal einfach kommen, wie es kommen soll. Für Ramazan Demir ist Seelsorge ein Menschenrecht. Die Benachteiligung muslimischer Häftlinge sieht er mit großer Sorge. Sein Vorwurf, der Staat spart an der falschen Stelle und unterschätzt die Risiken. Wenn ein christlicher Insasse jeden Tag Besuch von einem christlichen Seelsorger bekommt, und der Zellengenosse Muslim ist und nie Besuch von einem muslimischen Seelsorger bekommt, dann ist irgendetwas im System falsch. Dann fühlt sich der Insasse benachteiligt. Dann kann es auch dazu führen, dass dieser Insasse sagt, ah, die wollen mich gar nicht, die tun nichts für mich. Und das trägt nicht für die Integration in diesem Lande bei. Frau Kelig, was hier gesagt wird, ist, der Staat tut zu wenig für Integration. Ist das wahr? Ja, für Integration schon. Nein, nicht für Integration, sondern eher für Religion. Also es wird hier so dargestellt, als würde es an Religiosität mangeln, gerade unter den Muslimen. Die Muslime haben so viel Religion, dass wir ja eigentlich darüber sprechen. Eigentlich müsste es weniger Religion sein. Wir müssen jetzt mal darüber sprechen, wie diese Männer zum Beispiel sozialisiert sind. Wie kam es eigentlich dazu, dass sie im Gefängnis sind? Also diese Fragen interessieren mich eher, als wenn er schon im Gefängnis ist, ob ein Hodja jetzt kommt oder nicht. Wir haben ganz, ganz andere Probleme. Ich finde, dass die meisten muslimischen Jungs, die gerade in auch Europa leben, verlorene Söhne sind. Darüber habe ich ein Buch geschrieben. Jahrelang war ich in
in Hamburg, auch im Gefängnis und habe mit den Einzelnen gesprochen und ganz andere Fragen gestellt, als ob sie nun beten oder nicht. Und was verstehen Sie unter verlorene Söhne? Das ist eben auch, sie sind sozialisiert, auch in den Moscheen übrigens so, dass sie als Wächter der Familien groß werden. Sie sind deshalb verloren, weil sie nicht was für sich selber lernen dürfen, ihren eigenen Weg gehen dürfen, die Familie verlassen dürfen, sondern sie leben in einer Gemeinschaft, nicht in der Gesellschaft. Ich trenne zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft. Gemeinschaft ist, dass ich kein Individuum bin, sondern halt hierarchisch, patriarchalisch in einer Gesellschaft lebe, wo ich nur für meine Familie da sein muss. Das klingt erstmal sehr schön, weil man sagt, die Europäer verlieren die Familie, sie sind nur noch Einzelgänger, die haben wenigstens Familie. Aber das ist vertan, wenn wir so darüber sprechen, wenn wir über einen Rechtsstaat oder Bürgerstaat sprechen, dann sprechen wir von einer Gesellschaft. Die verlorenen Söhne lernen eben nicht als einzelne Menschen in der Gesellschaft verantwortlich für sich und für die Gesellschaft groß zu werden. Und da spielt die Religion eine ganz, ganz große Rolle, dass sie in dieser traditionellen Rolle gehalten werden. Sie sind die Verteidiger der Ehre der Familie. Darüber sprechen die Moscheenvorsteher nicht, sie vielleicht schon. Aber es wird kaum thematisiert. Sie sind total damit alleine gelassen. Sie müssen zur Schule, sie müssen aufpassen auf die Schwester, sie müssen Berufstätigkeit erlernen, sie müssen einen Beruf lernen, sie müssen die Familie schützen. Es ist so viel, dass sie darin nicht zurechtkommen und verloren sind. Und darin sehen Sie auch nur den Grund, dass es immer noch in unserer modernen Gesellschaft und sowas gibt wie Ehrenmorde. Ja, natürlich. Ja. Weil diese Jungs sich verpflichtet fühlen, immer nur für die Familie da zu sein und nicht für sich. Nicht die Familie ist für diesen Jungen da, dass er seinen Weg findet, sondern er ist für die Familie da. Und der Älteste, der Abi, der zuerst geboren ist, der hat am meisten auf den Schultern, weil er für alle sich dann verantwortlich fühlt und so weiter. Das ist halt sehr hierarchisch. Und wie lösen wir das jetzt? Ich glaube, wir brauchen Integration besonders in den Schulen läuft, dass gerade dieser Junge auch lernt, nicht für seine Schwester da ist, sondern für sich selbst und für die Gesellschaft erlebt. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir einen neuen Diskurs brauchen. Wir brauchen nicht mehr das Wort Integration, wie wir bis heute gekannt haben. Wir brauchen einen Übergang zu einem sozialen Zusammenhalt. Die Frage ist nicht mehr, wer integriert wen, sondern wie wir als gesamtgesellschaftlich wirklich zueinander finden. Und das ist sehr wichtig. Und wir brauchen in den muslimischen Familien keine Wächter. Und wir brauchen auch keine polizeilichen Strukturen. Und wir brauchen auch keine Angst haben von den Frauen. Aber was sagen Sie zu diesen Vätern, die das tun? Sage ich, dass das nicht islamisch gesehen nicht in Ordnung ist und sie sollen die Mädchen in Ruhe lassen. Und wenn ein Mädchen auch kein Kopftuch tragen will, dann ist das ihre Entscheidung und niemandem anderen. Das sage ich, Frau Kelly, nicht Ihnen auf Deutsch, sondern auch auf Arabisch und andere sagen das auch auf Türkisch, vom Kanzel der Moscheen in Wien und in Deutschland. Und das ist eine Stritte, die gewürdigt gehört. Stichwort, wir brauchen eine neue Kultur. Einen Kampf der Kulturen wurde vor mehr als 20 Jahren in einem berühmt gewordenen Buch vorhergesagt. Ob wir diese Spaltung und auch diesen Konflikt, der darin beschrieben wird, verhindern können, darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Willkommen zurück beim Talk im Hangar 7, heute zum Thema Angst vor dem Islam. Herr Abdelsamad, als Samuel Huntington 1993 den Kampf der Kulturen prophezeite, wurde er einerseits kritisiert und andererseits auch irgendwie nicht ernst genommen. Heute sieht es so aus, als ob an dieser These viel dran gewesen wäre. Was können wir denn Ihrer Ansicht nach tun, um aus dieser Konfrontation, die sich ja nicht zuletzt auch in diesem Gespräch schon gezeigt hat, rauszukommen? Also ich glaube nicht, dass es einen Kampf der Kulturen gibt, dass jetzt die gesamte islamische Welt ein Block ist und eine Kultur ist und der Westen nur ein Block ist und eine einzige Kultur, sondern dass innerhalb der Kulturen Subkulturen aufeinanderprallen. Wir haben sehr viele mittlerweile säkulare Muslime, die nach Freiheit und Demokratie streben und wir haben Menschen, die immer noch im Mittelalter stecken geblieben sind und sie versuchen auch die Gesellschaften zurück zum Mittelalter zu führen. Und unsere Aufgabe als Menschen, die denken und schreiben und debattieren, ist, wir sollten diejenigen bestärken, die für Säkularisierung und für Freiheit
kämpfen. Religion sollte eigentlich eine Privatsache sein und nicht als Mittel des Zusammenlebens. Der Staat macht es sich meines Erachtens leicht, indem er das Thema Integration islamisiert und dann die Glaubensgemeinschaften und die Moscheevereine für die Integration verantwortlich macht. Islam und Integration haben miteinander wenig zu tun. Integration beginnt mit Bildung, mit Teilhabe an der Kultur des Landes, wo ich lebe, an Arbeit und Respekt von allen Menschen jenseits ihres Glaubens. Wenn jeder gläubige Hindu oder Christ oder Moslem oder Jude mit seiner Religion als Basis für das Zusammenleben kommt und Basis für die Kultur auch, dann werden wir kein Zusammenleben haben, sondern Konflikte. Und ich plädiere dafür, mehr Säkularisierung zu wagen und die Religion in die Privatsphäre zu drängen und die jungen Muslime, die in Österreich und in Deutschland leben, ein Stück Befreiung und Emanzipation aus ihren verrosteten religiösen Strukturen zu ermöglichen und nicht zu denken, durch Moscheevereine werden sie besser integriert, im Gegenteil, durch Emanzipation und Individualismus und Freiheit werden sie besser integriert. Wir müssen weg von der... Können Sie sich dem Vorschlag anschließen? Ich finde die Aussage fürchterlich und auch sehr traurig, dass das so leicht gesagt wird, dass nur die säkularen Muslime sind diejenigen, die von Demokratie und Menschenrechte etwas verstehen. Das ist wirklich eine Beleidigung jedes religiösen Muslim. Und hier plädiere ich nicht für Zusammenprall der Kulturen, sondern zum Zusammenwirken der Kulturen. Ein Einheitsbrei bei den Kulturen werden wir es nicht schaffen, aber wir müssen einander ergänzen, miteinander zivilisiert kommunizieren, aber auch voneinander lernen. Und hier gibt es unglaubliche Prozesse, auch in der islamischen Welt, zum Beispiel in der Frage der Demokratie, dass hier die Trennung zwischen Mächte, Legislative, Judikative und Exekutive und zwischen religiösen Mächten durchaus als eine Selbstverständlichkeit in der Theorie und in vielen Teilen der Welt auch gibt. Schauen Sie auch gute Beispiele, zum Beispiel in Tunesien und Marokko heute. Gibt es Beispiele, wo man auch zeigen kann in der Welt, auch in Indonesien gibt es einige Beispiele. Das heißt, bitte voneinander lernen, offen sein und nicht nur miteinander, sondern auch füreinander und von der Integration zu Kooperation und gemeinsames Leben, um diese traurige Situation und diese Misstrauen gegeneinander zu überbrücken. Frau Kelleck, was gibt Ihnen die Hoffnung, dass ein gedeihliches, vorurteilsfreies Zusammenleben der Kulturen und Religionen in unseren Gesellschaften möglich wird? Also Hoffnung kann ich im Moment gar nicht sprechen, weil wir haben ja noch so viel vor. Ich finde, dass die Menschen, die in islamischen Ländern leben, haben so viel Religion. Sie können ohne Religion gar nicht leben. Sie haben überhaupt keine Chance, ohne Religion zu leben. Und ich finde, jeder Mensch hat ein Recht, in der Freiheit zu leben. Und Religion ist ein Teil der Freiheit. Aber das kann nicht mein ganzes Leben sein, was bestimmt. Von morgens bis abends hören Sie 5-mal am Tag in jedem islamischen Land bereits ab 4 Uhr, 5 Uhr den Muezzin rufen. Wer daran nicht glaubt, hat keine Chance zu schlafen. Wir haben in keinem einzigen islamischen Land, wo der Mensch sagen kann, ich möchte austreten aus dieser Religion und möchte einfach mein Leben glücklich leben. Mit einem Mann im Café sitzen, Zigarette rauchen, Kaffee trinken, glücklich sein, meine Haare zeigen, vielleicht Dekolleté zeigen, einfach glücklich sein. Sowas ist in diesen Ländern nicht erlaubt. Und die Islamvertreter in Europa versuchen das innerhalb der muslimischen Gemeinschaft genau das auch durchzusetzen. Wir haben in den letzten 20 Jahren plötzlich so eine Macht von Kopftuchmenschen, die genau das entgegengesetzte leben. Sie sitzen halt nicht mit ihren Männern, mit ihren Brüdern, mit ihren Cousins und ihren Ehemännern und sind in den Cafés, sondern sie ziehen sich traditionell wieder zurück. Ich habe davor Angst und ich möchte, dass, wie gesagt, die Religion ein Teil meiner Freiheit wird und nicht mich bestimmt. Also Muslime brauchen weniger Islam. Das heißt, Ihr Rezept ist Säkularisierung.
Auf jeden Fall. Was ist Ihr Rezept? Ich habe Angst davor, dass Frau Kelleck und Herr Abdelsamit mir meinen Religionsunterricht wegnehmen und die Gefängnisseelsorge wegnehmen, weil die Jugendlichen brauchen Aufklärung, die Jugendlichen brauchen richtige Informationen. Und wie wäre es mit Humanismus? Lassen Sie mich bitte ausreden. Weil Frau Kelleck auch gesagt hatte, das finde ich erschreckend, sie hat gesagt, ja, das mit dem Gefängnis, das interessiert mich gar nicht, ich schaue davor. Natürlich schauen wir dafür, im Religionsunterricht schauen wir davor. Aber im Gefängnis, wenn der jetzt drin sitzt, dann will ich, dass er nie wieder reinkommt in dieses Gefängnis. Und dafür braucht es Aufklärungsarbeit. Die Leute haben ihre Religion. Sie werden diese Religion niemals absetzen. Sie denken, dass wenn das Kopftuch weg ist, dann ist die Religion weg. Bitteschön. Das werden Sie auch niemals erreichen, Frau Kelleck. Was würden Sie denn beitragen aus Ihrer Sicht zu diesem Versuch, doch ein gedeihliches Miteinander der Kulturen und Religionen zu ermöglichen? Wir sind ja 600 Jahre älter, das ist ja auch schon ein Pfund. Könnt lernen, was die größte Emanzipation ist, dieser eine Satz. Ich glaube an Gott und nicht an einen Text. Ich habe einen wunderbaren Text aus dem 12. Jahrhundert von einem Sufi-Mystiker oder was gelesen, der sagt, mein Herz ist bereit zur Aufnahme aller Religionen. Als Kirche für die Mönche, Kloster für die Mönche, als Kaaba für die Moslems und so weiter. Hauptsache, es ist eine Religion der Liebe. Und wenn ich mit Menschen konfrontiert werde, die Angst haben vor dem Islam, dann zitiere ich gerne meine Glaubensschwester Margot Kessmann, früher evangelische Bischöfin, bis sie in unglücklichen Umständen betrunken Auto gefahren ist. Und die gesagt hat, habt doch keine Angst, füllt mir die Kirchen und beeindruckt die Menschen. Ein wunderbares Schlusswort. Wir hatten hier hoffentlich keinen Kampf der Kulturen, sondern maximal einen Wettstreit der Argumente. Frau Kelleck, meine Herren, vielen Dank für Ihre Beiträge. Einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal beim Talk im Hangar 7. Und natürlich gab es so viele Gelehrten, die gesagt haben, und das ist wichtig, dass die ISIS-Leute, was sie machen, ist falsch. Ich sage Ihnen, lassen Sie mich bitte aussehen. Sie können mich nicht ständig unterbrechen. Das geht gar nicht. Die Gelehrten sagen, sind gegen ISIS als Kalifat. Aber die sind nicht gegen die Idee des Kalifat. Die sind gegen die Art und Weise, wie ISIS die Scharia einführt. Aber sie sind nicht gegen die Idee der Scharia. Und das ist das Problem. Und das ist das, was auch die Glaubensgemeinschaften in Österreich und in Deutschland nicht deutlich machen, dass sie sich auch von diesen Konzepten wie Scharia und Kalifat endgültig lösen und sagen, das Grundgesetz liegt für mich über allem. Aber das höre ich von Ihnen nicht. Also darf ich nur einen Einwurf machen. Wir haben jetzt nicht den außenpolitischen Teil dieses Themas auf unserer Agenda. Wir möchten reden über den Islam in der westlichen Welt und wie er sich darstellt. Wenn ich zusammennehme, was die öffentliche Wahrnehmung dazu ist und was auch hier die Emotion in dieser ersten Diskussionsrunde ist, dann fällt auf, dass die Kritik, und Sie haben das erwähnt, Frau Kelleck, sehr schnell auch mit dem Vorwurf der Islamophobie belegt wird. Nicht? Also da gibt es schon auch die Wahrnehmung, dass eigentlich eine allseitige Empörungs- und Opferbereitschaft da liegt oder da ist und dass im Grunde auch eine zu große Empfindlichkeit herrscht. Ist das Ihre Erfahrung? Ja, es ist sehr schade, dass seit Jahrzehnten Muslime eigentlich in Europa, in Deutschland zum Beispiel leben oder in Österreich, aber wir haben kaum Möglichkeiten als muslimisches Kind oder als Menschen gerade über die eigene Religion tatsächlich was zu erfahren, also ein kritisches Denken. In allen Moscheen, ich kenne nicht eine einzige Moschee, die das tut, gibt es sowas wie ein Denkverbot. Es wird den Kindern ganz klar beigebracht, Taklit, das heißt Nachahmung. Ich habe den Koran auswendig zu lernen, ich habe zu lernen, den Hodja und die Männer zu Hause, also dieses hierarchische Prinzip, patriarchalische Prinzip zu akzeptieren, keine Fragen zu stellen, niemanden in Frage zu
herzustellen. Es gibt eine Herrschaft der Männer zum Beispiel über die Frauen, die auch der Koran legitimiert und auch die Imame niemals in Frage stellen. Das heißt, als Kind, als Mädchen, wenn ich in eine Moschee gehe, um meine Religion kennenzulernen, jeder Mensch hat das Recht, seine Religion zu leben, als Identität, als friedensstiftend. Wenn ich diesen Frieden suche und ich gehe in eine Moschee, kann ich den leider dort nicht finden. Es wird mir ganz klar beigebracht, wie ich zu gehorchen habe und keine Fragen zu stellen habe. Das heißt, ich kann diesen heilige Schrift, den Koran, gar nicht interpretieren, lesen in einer Moschee. Frau Kelleck, wann waren Sie zuletzt in einer Moschee, Frau Kelleck? Und in diese Trennung kämpfe ich oder streite ich, darüber schreibe ich, dass diese Religion auch in einer säkularen Staat von einzelnen Individuen gelebt werden muss. Und was Sie meinten, Herr Schlister, dass mittlerweile Religion, für mich ist Religion was Irrationales. Und hat mit Rationalität nichts zu tun. Daher muss jede Religion, auch in der Zukunft, das wünsche ich mir für die nächsten Jahrhunderte, für die ganze gesamte Welt, dass wir eigentlich dahin kommen, dass Religionen sich aus der Politik rausziehen müssen und dass Menschen sich selbst entscheiden, wie sie glauben wollen. Das ist eigentlich eine Herausforderung an die gesamte Menschheit. Solange sich Religionen sich so einmischen, in die Politik und bestimmen, ob eine Frau nun Kopftuch tragen sollte oder nicht. Also diese die Nonnen, meinst alte Sie? Alltags, ja, da, es gibt aber genug Menschen, die das auch nicht tun. Ich möchte gerne Religion mit Ratio verbinden. Ich möchte, dass sich religiöse Traditionen... Der Glaube und Ratio ist aber getrennt, schon lange in Europa. Ich möchte, dass sich religiöse Traditionen auch Vernunftargumenten unterwerfen. Ich möchte die Trennung in diesem Sinne vollziehen und nicht sagen, das ist eine reine Privatsache und hat mit der Gesellschaft und hat mit der gesellschaftlichen Entwicklung nichts zu tun. Jede religiöse Tradition muss der Vernunft nach verstehbar sein. Und wenn das nicht möglich ist, dann muss sie sich in Frage stellen lassen. Aber warum gehen so viele Menschen aus der Kirche? Warum hat man mehr jetzt auf den Humanismus und auf den menschlichen Verstand jetzt gesetzt? Wir haben Parlamente, wir streiten politisch. Sie gehen aber nicht aus der Religion. Sie gehen nicht aus der Religion. Sie treten aus einer Verfassung, aus einer Institution aus, die diese Religion vertritt. Zwei Drittel der Europäer nennen sich atheistisch. Das heißt nicht, dass sie nicht religiös sind. Da müssen Sie ja noch sehen, in welchen Ländern kann ich überhaupt aus der Kirche austreten? Es gibt Länder, wo das gar nicht in Europa ist. Schon. Und das tut doch Europa gut, oder? Da sind wir, glaube ich, an einem interessanten Punkt, den auch Frau Kelleck anspricht und den ich jetzt weiterführen möchte, nämlich, Sie sprechen ja von diesem totalen Anspruch von Religion, der Politik und Religion nicht trennt. Und das ist ja eine These, die auch, ich glaube, Herr Abdelsamad verwendet sie auch in seinem Buch, die ja auch zur Erklärung des Gewaltpotenzials des Islam eine wichtige Rolle spielt, nämlich diese ganz scharfe Trennung zwischen Gläubigen und Ungläubigen und diese Nichtmöglichkeit, den Glauben und die Offenbarung und die Religion als solche abzulehnen. Dass dort drin die Energie für Gewalt auch steckt. Ist da nicht was dran, Herr Bagajati? Wir sind alle Menschen. Gott spricht auch zu den Menschen im Koran, allgemein, ja, Johannasu, und in anderen Bereichen für die Muslime. Das heißt, in der Religion, jeder hat seine Religion auszuwählen und la ikraha fi din, kein Zwang in der Religion. Jeder mag glauben, dass auch von Anziehungskraft eben nicht verliert innerhalb der islamischen Gesellschaft, wie in christlichen Welten, wo der Bürger gelernt hat, sich für sich selber zu entscheiden, will ich Gott lieben, will ich nicht, will ich in die Kirche oder nicht, und der Staat kontrolliert den Einzelnen nicht. Aber wir haben nun mal so eine, wir haben in islamischen Ländern und auch innerhalb der islamischen Umma diese Möglichkeit, nicht auszutreten, einzutreten, für mich selber mit meinem eigenen Verstand eigentlich den Weg zur Religion zu finden. Dazu sind diese Menschen, die dort lehren, nicht befähigt. Im Gegenteil. Es wird schon sehr viel auch Politik betrieben. Das hat was mit dem ursächlich, mit diesem perfekten Islam zu tun, was Herr Demir erzählt, dass der Islam an sich als Religion nie geteilt war zwischen einem Papst und Kaiser zum Beispiel. Es hat nie eine Trennung, diesen Dualismus in islamischen Gelehrten nie gegeben. Wir hatten Kalifate,
Städte. Wir haben Sultane, wir haben die Osmanen, die halt diese Religion gleichzeitig sie Stifter waren und gleichzeitig Sultane waren. Also wir haben diese Trennung nicht. Und um diese Trennung kämpfe ich oder streite ich, darüber schreibe ich, dass diese Religion auch in einer säkularen Staat von einzelnen Individuen gelebt werden muss. Und was Sie meinten, Herr Schlister, dass mittlerweile Religion, für mich ist Religion was Irrationales und hat mit Rationalität nichts zu tun. Daher muss jede Religion, auch in der Zukunft, das wünsche ich mir für die nächsten Jahrhunderte, für die ganze gesamte Welt, dass wir eigentlich dahin kommen, dass Religionen sich aus der Politik rausziehen müssen und dass Menschen sich selbst entscheiden, wie sie glauben wollen. Das ist eigentlich eine Herausforderung an die gesamte Menschheit. Solange sich Religionen sich so einmischen in die Politik und bestimmen, ob eine Frau nun Kopftuch tragen sollte oder nicht. Also diese die Nonnen, meinst alte Sie? Alltags, ja, da, es gibt aber genug Menschen, die das auch nicht tun müssen. Ich möchte gerne Religion mit Ratio verbinden. Ich möchte, dass sich religiöse Traditionen... Der Glaube und Ratio ist aber getrennt, schon lange in Europa. Ich möchte, dass sich religiöse Traditionen auch Vernunftargumenten unterwerfen. Ich möchte die Trennung in diesem Sinne vollziehen und nicht sagen, das ist eine reine Privatsache und hat mit der Gesellschaft und genau. Hat mit der gesellschaftlichen Entwicklung nichts zu tun. Jede religiöse ist aber Tradition in Europa so. Muss der Vernunft nach verstehbar sein. Und wenn das nicht möglich ist, dann muss es sich in Frage stellen lassen. Aber warum gehen so viele Menschen aus der Kirche? Ja. Warum hat man mehr jetzt auf den Humanismus und auf den menschlichen Verstand jetzt gesetzt? Wir haben Parlamente, Sie wir streiten politisch. Religion. Sie gehen nicht aus der Religion. Sie treten aus einer Verfassung, aus einer Institution aus, die diese Religion vertritt. Zwei Drittel gerade unter den Muslimen. Die Muslime haben so viel Religion, dass wir ja eigentlich darüber sprechen. Eigentlich müsste es weniger Religion sein. Wir müssen jetzt mal darüber sprechen, wie diese Männer zum Beispiel sozialisiert sind. Wie kam es eigentlich dazu, dass sie im Gefängnis sind? Also diese Fragen interessieren mich eher, als wenn er schon im Gefängnis ist, ob ein Hodja jetzt kommt oder nicht. Wir haben ganz, ganz andere Probleme. Ich finde, dass die meisten muslimischen Jungs, die gerade in auch Europa leben, verlorene Söhne sind. Darüber habe ich ein Buch geschrieben. Jahrelang war ich in Hamburg, auch im Gefängnis und habe mit den Einzelnen gesprochen und ganz andere Fragen gestellt, als ob sie nun beten oder nicht. Und was verstehen Sie unter verlorene Söhne? Das ist eben auch, sie sind sozialisiert, auch in den Moscheen übrigens so, dass sie als Wächter der Familien groß werden. Sie sind deshalb verloren, weil sie nicht was für sich selber lernen dürfen, ihren eigenen Weg gehen dürfen, die Familie verlassen dürfen, sondern sie leben in einer Gemeinschaft, nicht in der Gesellschaft. Ich trenne zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft. Gemeinschaft ist, dass ich kein Individuum bin, sondern halt hierarchisch, patriarchalisch in einer Gesellschaft lebe, wo ich nur für meine Familie da sein muss. Das klingt erstmal sehr schön, weil man sagt, die Europäer verlieren die Familie, sie sind nur noch Einzelgänger, die haben wenigstens Familie. Aber das ist vertan, wenn wir so darüber sprechen, wenn wir über einen Rechtsstaat oder Bürgerstaat sprechen. Dann sprechen wir von einer Gesellschaft. Die verlorenen Söhne lernen eben nicht als einzelne Menschen in der Gesellschaft verantwortlich für sich und für die Gesellschaft groß zu werden. Und da spielt die Religion eine ganz, ganz große Rolle, dass sie in dieser traditionellen Rolle gehalten werden. Sie sind die Verteidiger der Ehre der Familie. Darüber sprechen die Moscheenvorsteher nicht, sie vielleicht schon. Aber es wird kaum thematisiert. Sie sind total damit alleine gelassen. Sie müssen zur Schule, sie müssen aufpassen auf die Schwester, sie müssen Berufstätigkeit erlernen, sie müssen einen Beruf lernen, sie müssen die Familie schützen. Es ist so viel, dass sie damit nicht zurechtkommen und verloren sind. Und darin sehen Sie auch den Grund, dass es immer noch in unserer modernen Gesellschaft und sowas gibt wie Ehrenmorde. Ja, natürlich, weil diese Jungs sich verpflichtet fühlen, immer nur für die Familie da zu sein und nicht für sich. Nicht die Familie ist für diesen Jungen da, dass er seinen Weg findet, sondern er ist für die Familie da. Und der Älteste, der Abi, der zuerst geboren ist, der hat am meisten auf den Schultern, weil er für alle sich dann verantwortlich fühlt und so weiter. Das ist halt sehr hierarchisch. Und wie lösen wir das jetzt? Ich glaube, wir brauchen Integration besonders in den Schulen läuft, dass gerade dieser Junge auch lernt, nicht für seine Schwester da ist, sondern für sich selbst und für die Gesellschaft, die er lebt. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir einen neuen Diskurs brauchen.
Wir brauchen nicht mehr die in Deutschland als Sie extremistisch eingestuft ist. Lehrer. Ja, aber haben Sie das nicht als Glaubensgemeinschaft gewusst, dass er zu Hessen und der Harriere gehört? Ich muss Sie und die anderen bitten, wir können nicht über Einzelfälle hier diskutieren, die den anderen nicht bekannt sind. Das kann niemand nachvollziehen. Wir sind bei der Grundfrage, sagen, das Angebot, so wie ich es verstanden habe, wie sieht es aus, sagen, um die Selbstkritik und sagen, auch Lernfähigkeit, wenn man jetzt so will, muslimische Institutionen in unseren Gesellschaften. Das ist die Frage, wir können es nicht so Und dazu muss man auch noch wissen, Religion, der Satz ist schon aufgegangen, Religion ist ja das Intimste, was es gibt. Nicht der Körper, sondern Religion ist das Intimste, weil das ist in mir drin. Ich muss es für mich selbst verstehen und vor mir selber offenbaren. Ich muss sonst gar nichts anderes tun. Ich bin nicht gezwungen, das in der Öffentlichkeit zu zeigen. Und auf diese Intimität müssen wir Rücksicht nehmen. Ich bin ja Wiesenbedienung. Nur, damit wir ein bisschen lockerer werden hier. In zwei Tagen geht das Wiesen um. Ist das einmal passiert, dass ich hier wirklich einen Moslem auf der Wiese gehabt hat und der hat das Bier getrunken. Und da bin ich halt voller Neugier hin und habe gesagt, na jetzt, holla, habe ich was verpasst oder was? Was ist hier los? Und dann habe ich einen so weisen, tollen Satz gehört. Der hat mir richtig innerlich jubilieren lassen. Er hat gesagt, weißt du, was da in dem Glas drin ist, hat nichts mit meiner Religion zu tun, sondern wie ich mit diesem Glas umgehe. Bye. Es gibt sicherlich sehr weise Begegnungen. Es gibt auch Muslime, die stehlen. Es gibt auch Muslime, die morden. Ja, es gibt auch andere Muslime, die böse Muslime. Wenn jemand mordet, ist er natürlich böse. Ja. Und dann landen die im Gefängnis. Und genau hier müssen wir einen Beitrag setzen. Das heißt, hier müssen wir ansetzen und Aufklärungsarbeit leisten, damit sie nicht noch mal ins Gefängnis reinkommen. Und wäre für mich ist der Islam perfekt, aber die Muslime sind nicht perfekt. Mhm. Und jeder macht Fehler. Ich mache auch Fehler. Und das müssen Sie dann aber auch... Aber ihr lehrt jetzt den nimmer dann, dass man die Hände abhackt. Um Gottes Willen, schauen Sie. Ja. Ich frage nur, gell? Nee, schauen Sie, das ist schon eine provokative Frage in dem Sinne. Ja, schauen Sie. Das ist das, was die Öffentlichkeit... Also für mich ist es provokativ, wenn Sie sagen, der Islam ist perfekt. Ja, ja, ja. Wie kommt man eigentlich dazu? Jede Religion, keine Religion ist also perfekt. Also darf ich Sie bitte sind jetzt auch... Perfekt. Jetzt bin ich dran, das Christentum ist nicht perfekt für Sie? Herr Demir, okay, jetzt? Gott ist perfekt. Ja, also ich würde gerne, das ist genau das Problem, was wir in jeder islamischen Gesellschaft haben, und zwar, dass nicht wirklich inhaltlich ernsthaft miteinander gestritten wird. Also auch mit Gelehrten ist es kaum möglich. Also die Gelehrten haben anscheinend immer so gelernt, das zu verteidigen, was sie tun, ohne das in Frage zu stellen, und andere, die das in Frage stellen, nicht zuzuhören. Was meint sie eigentlich genau? Ich habe ganz was anderes vorhin kritisiert, und zwar, dass ich mich sehr darüber beschwere, dass eben die selbsternannten Imame, die eben keine wissenschaftliche, theologische Ausbildung haben, in den Moscheen sind, dort herrschen und... Damit sie nicht noch mal ins Gefängnis reinkommen. Und wäre für mich ist der Islam perfekt, aber die Muslime sind nicht perfekt. Hm. Und jeder macht Fehler, ich mache auch Fehler. Und das müssen sie dann aber auch... Aber ihr lehrt jetzt den immer dann, dass man die Hände abhackt. Um Gottes Willen, schauen Sie. Ja. Ich frage nur, gell? Nee, schauen Sie, das ist schon eine provokative Frage in dem Sinne. Ja, schauen Sie. Das ist das, was die Öffentlichkeit... Also für mich ist es provokativ, wenn Sie sagen, der Islam ist perfekt. Ja, ja, ja. Wie kommt man eigentlich dazu? Jede Religion, keine Religion ist also perfekt. Also darf ich Sie sind bitte Christen, jetzt auch... Perfekt. Jetzt bin ich dran, das Christentum ist nicht perfekt für Sie? Herr Demir, okay, jetzt? Gott ist perfekt. Ja, also ich würde gerne, das ist genau das Problem, was wir in jeder islamischen Gesellschaft haben, und zwar, dass nicht wirklich inhaltlich ernsthaft miteinander gestritten wird. Also auch mit Gelehrten ist es kaum möglich. Also die Gelehrten haben anscheinend immer so gelernt, das zu verteidigen, was sie tun, ohne das in Frage zu stellen, und andere, die das in Frage stellen, nicht zuzuhören. Was meint sie eigentlich genau? Ich habe ganz was anderes vorhin kritisiert, und zwar, dass ich mich sehr darüber beschwere, dass eben die selbsternannten Imame, die eben keine wissenschaftliche, theologische Ausbildung haben, in den Moscheen sind, dort herrschen und unsere Jugend für die Zukunft ziehen. Es ist leider so, dass die Religion auch von Anziehungskraft eben nicht verliert innerhalb der islamischen Gesellschaft, wie in christlichen Welten, wo der Bürger gelernt hat, sich für sich selber zu entscheiden, will ich Gott lieben, will ich nicht, will ich in die Kirche oder nicht, und der Staat kontrolliert den Einzelnen nicht. Aber wir haben nun mal so eine, wir haben in islamischen Ländern und auch innerhalb der islamischen Umma diese Möglichkeit nicht auszutreten, einzutreten, für mich selber einen mit meinem eigenen Verstand eigentlich den Weg zur Religion zu finden. Dazu sind
diese Menschen, die dort lehren, nicht befähigt. Im Gegenteil. Es wird schon sehr viel auch Politik betrieben. Das hat was mit den ursächlich, mit diesem perfekten Islam zu tun, was Herr Demir erzählt, dass der Islam an sich als Religion nie geteilt war zwischen einem Papst und Kaiser zum Beispiel. Es hat nie eine Trennung, diesen Dualismus in islamischen Gelehrten nie gegeben. Wir hatten Kalifate, wir haben Sultane, wir haben die Osmanen, die halt diese Religion gleichzeitig sie Stifter waren und gleichzeitig Sultane waren. Also wir haben diese Trennung nicht. Und um diese Trennung kämpfe ich oder streite ich, darüber schreibe ich, dass diese Religion auch in einer säkularen Staat von einzelnen Individuen gelebt werden muss. Und was Sie meinten, Herr Schlissler, dass mittlerweile Religion, für mich ist Religion was Irrationales. Und hat mit Rationalität nichts zu tun. Daher muss jede Religion, auch in der Zukunft, das wünsche ich mir für die nächsten Jahrhunderte, für die ganze gesamte Welt. Mal auf der Straße geschimpft werden, dass sie angespuckt werden, dass sie bei der Arbeit nicht aufgenommen werden. Und in dieser Hinsicht sagen wir, Islamfeindlichkeit zu bekämpfen, ist nicht eine Aufgabe der Muslime, sondern eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft, um hier Rassismus wirklich entgegenzuwirken und Chancengleichheit zu gewährleisten. In dieser Hinsicht, was wir heute an Hassbriefe bekommen, auch in der islamischen Glaubensgemeinschaft und auch aus Imame und Seelsorger, auch als Kinder, müssen wir alle Sorge tragen, gleichzeitig einen allgemeinen Diskurs über Religion überhaupt nichts dabei, ist es nicht nur legitim, sondern auch förderlich. Sie vermischen zwei Sachen zusammen. Sie vermischen Islamkritik mit Rassismus. Ja. Und das sind unterschiedliche. Rassismus, wir sind alle dagegen und wir schmeißen nicht alle Muslime in einen Topf. Und ich sage auch in jeder Gelegenheit, dass die Mehrheit der Muslime friedlich sind. Nein, lesen Sie mein Buch, da schreibe ich drin, dass die Mehrheit der Muslime freundlich sind. Nein, was ich sagen will, ist, natürlich, wenn wir solche Phänomene bekämpfen wollen, dann will ich mehr Ehrlichkeit seitens der Glaubensgemeinschaft. Ich erinnere an einen Fall in Österreich vor einigen Jahren, als diese Studie rauskam, diese Dissertation über Islamlehrer in Österreich, dass fast 22%... Über die Studie gab es sehr, sehr viel Kritik, übrigens nur nebenbei. Ja, genau, das ist genau der... Sie repräsentieren genau den Reflex, den ich für problematisch finde. Statt überhaupt auf dieser... Stimmt jede Studie. Lassen Sie mich ausreden, bitte. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Wenn eine Studie 2009 öffentlich diskutiert, 2007 als Dissertation abgeschlossen, davon ausgeht, dass 22% aller Islamlehrer in Österreich antidemokratisch sind, 18% können es verstehen, wenn ein Mensch wie ich, der den Islam kritisiert oder Apostat wird, dass er dafür getötet wird. Ich habe einen konkreten Fall, dass das jetzt der Fall bei mir ist, dass ich, weil ich ein Buch über den islamischen Faschismus geschrieben habe, dass ich von Islamgelehrten zum Tode freigegeben wurde. Lassen Sie mich dann zu Ende führen. Ja, wie war Ihre Reaktion damals? Wie war Ihre Reaktion auf diese Studie persönlich, Herr Bagajati, im Kunstzentrum Depot in Wien Neubau? Sie haben das sofort relativiert und die Wissenschaftlichkeit der Studie in Frage gestellt, statt diese Studie als Chance zu sehen. Leute, das ist Alarmglocke, wenn 22% der Lehrer solche Haltung zu Gewalt und zu Demokratie haben. Kennen Sie einen? Ich kenne Hisham A. Wer ist Hisham A? Gott, einem Mann, weil im Koran spricht ein Mann zu einem Mann und zu Männern. Frauen existieren ja nicht. Wenn die Frau widerspenstig ist, wenn man das befürchtet, dann gibt es die Option, sie zu schlagen. Wenn ein Gott das nötig hat, das in einem heiligen Buch zu sagen, und dann sie kommen hier und sagen, das ist das Wort Gottes und das ist perfekt, dann werden sie das hier nie so das Problem lösen. Wir müssen sagen, selbst wenn es im Koran steht, ich lehne diesen Vers ab, das ist gegen Frauenrechte, gegen Menschenrechte. Diese Haltung vermisse ich, aber das irgendwie so rumzuinterpretieren, so die Art und Weise, wie man das haben will,
Ja. So, jetzt. Schnelle Antwort. Der Herr Abdus-Samad hat gesagt, wer einen Gelehrten gibt, ich nenne den großen Gelehrten Tahir ibn Ashur, ein tunesischer anerkannter Sheikh al-Azhar, der sogar gesagt hat, hier Frauen schlagen überhaupt in den Gesellschaften, wo die Frauenrechte auch etabliert sind, kann auch verboten werden und soll es. Und kann. Heute in allen meisten islamischen Ländern, mit allen Kritiken, wo ich Ihnen hundertprozentig recht gebe, ist Schlagen von Frauen absolut verboten und islamisch gesehen kompatibel. Wenn Sie mir Zeit geben, um richtig theologische Abhandlung durchzugeben, mache ich gerne, Herr Fleischer. Das wird leider jetzt nicht möglich sein. Sie wollten darf ich eine Bitte, ja. Und zwar, es sind so viele Sachen gefallen. Erstmal ungläubig, ja? Darf ich Ihre Antwort eine Frage mitschicken? Es ist interessant. Weil es sind so viele Punkte, Herr Fleischer. Also, das war die Frage. Sie haben gesagt, in der islamischen Tradition gibt es Probleme damit, zum Beispiel mit der Stellung der Frau, aber nicht im Koran. Richtig. Das scheint besonders wichtig zu sein, dass es im Koran kein Problem gibt. Ne? Richtig. Genau. Und darf ich jetzt hier gleich eingreifen? Und zwar das Wort ist Wadr Bonna. Und hier kommen auch Gelehrten und sagen, das heißt verlassen. Denn die Scheidung ist im Islam im Gegensatz zum Christentum doch erlaubt. Aber das ist wiederum eine theologische Debatte, wo wir natürlich diskutieren können, aber nicht Seiten, so viel Zeit haben. Von beiden Seiten ich möchte möglich. Noch eines erwähnen. Das Wort ungläubig wurde erwähnt. Die Christen und die Juden sind nicht Ungläubige. Christen und Juden sind Ahlul Kitab, Besitzer der Schrift. Da könnte ich jetzt noch viel erzählen, möchte ich aber nicht, kann ich aber nicht. Und dann kommt natürlich das Wichtigste. Er zitiert aus dem Koran einfach, pickt einen Satz raus und sagt, genau so steht es im Koran. Das kann ich auch in der Bibel machen. Das kann ich im Alten Testament machen. Und da gibt es so viele Stellen, aber warum lassen Sie mich nicht ausreden? Im Koran, weil wir in Islam sprechen. Genau, ich möchte es Ihnen nur erklären, damit Sie es auch besser verstehen. Das Gleiche kann ich auch mit der Bibel machen. Und ist es dann fair? Nein, ist es nicht fair. Man muss den Kontext verstehen. Man muss wissen, warum ist dieser Vers verstanden werden kann. Wenn im Koran 25, wenn im Koran 25 Tötungsbefehle. Katastrophe. Von Gott. Stimmt nicht. Von Gott. Stimmt nicht. Schauen Sie. Im Koran sind Geschichten. Ich sage es Ihnen jetzt. Nein. Ich bin Religionspädagoge. Gott sagt, tötet Sie. Politologe. Nein. Nein. Verstehen Sie das im Kontext, bitte. Ich habe den Koran auswendig gelernt. Da haben Sie über den Islam noch nicht. Mein 14-jähriger Schüler kann den Koran auch auswendig, aber er versteht gar nichts. Nein, ich bin in einer theologischen Familie. Ich habe einen Lehrstuhl für Islamwissenschaft. Einfach auswendig lernen wird nichts helfen. Und das ist unser Fehler. Ich habe 3 Jahre lang Islamwissenschaft an der Uni unterrichtet. Bitte. Lassen Sie mich ausreden. Sie machen das jedes Mal. Wir müssen uns darauf einigen, dass wir nacheinander reden. Ja. Sonst lassen Sie mich bitte ausreden, dann können Sie das kommentieren. Danke, aber das bitte lassen Sie mich nicht antworten. Nicht kommentieren. Bitte schön, nein, um Gottes Willen. Also ich steige uns auch aus, wenn Herr Demir, wir sind jetzt hier in einer natürlich, Runde, recht, wo wir wirklich auch das Recht haben. Wir leben nämlich in einem säkularen Staat und in einem säkularen Staat haben die Muslime das Recht und wir haben hier Religionsfreiheit in Österreich, Gott in Deutschland. Sei Dank. Gott sei Dank. Ja, Sie müssen das gar nicht sagen und aha. Ich habe das Recht und deshalb bin ich auch hier eingeladen worden, mich mit dieser Religion, in der ich groß geworden bin, mich auseinanderzusetzen und auch kritische Fragen stellen zu dürfen. Weil diese Art Form von Fragen stellen, die habe ich nun mal in Europa gelernt. Und wenn ich mir die islamischen Länder anschaue, weil Sie vorhin gesagt haben, Herr Demir, wir sollen jetzt nicht sofort verallgemeinern, aber Sie verallgemeinern, wenn Sie sagen, es ist eigentlich friedliche Religion und lassen eigentlich gar nicht zu, dass wir auch mal kritische Fragen stellen. Ja. Und wenn ich sage wir, dann meine ich auch nicht die einzelnen Individuen, sondern ich meine natürlich die Länder selbst. Und wenn Sie sagen, der Islam ist eine friedliche Religion, dann frage ich mich, in welchem Land wird diese Religion eigentlich friedlich gelebt? Es gibt nicht ein einziges demokratisches Land, wo es also islamisch ist und säkular ist. Das heißt, wo es auch Religionsfreiheit gibt für Andersgläubige in diesen Ländern. Und die einzigen friedlichen Muslime, die wirklich aktiv sind und was tun, leben in Europa, in Amerika, also in westlichen Ländern, wo es Säkularität gibt. Also, dass Sie heute hier so sind, ja, haben Sie europäischen Gesellschaften zu verdanken, wo es Religionsfreiheit gibt. Wissen Sie, wem ich das zu verdanken habe? Wem ich das zu verdanken habe? Dem Imam, der mich großgezogen hat, all die ethischen Werte vermittelt hat und meiner Mutter, dann die mich auch zur Sie Moschee bitte, geschickt welche, hat. In welchen Ländern das so üblich ist, darüber reden wir. Wir reden wir nicht reden, über Sie, dass Sie glücklich sind mit Ihrer Religion, wie Herr Hamad auch gesagt hat. Herr Bagajati,
Ich bitte Sie, Herr Demir, nicht von sich selbst zu sprechen, sondern von Gesellschaften auch zu sprechen. Ich bin Religionslehrer. Als wenn Sie Pädagogen sind. Ja, dann, ich wurde und suchen Sie Schüler. Bitte eine Gesellschaft und nicht Sie selbst, ja? Es wurde hier einiges falsch. Die Muslime, die wirklich aktiv sind und was tun, sind Leben in Europa, in Amerika, also in westlichen Ländern, wo es Säkularität gibt. Also, dass Sie heute hier so sind, ja, haben Sie europäischen Gesellschaften zu verdanken, wo ist Religionsfreiheit? Wissen Sie, wem wem ich das zu verdanken habe? Dem Imam, der mich großgezogen hat, all die ethischen Werte vermittelt hat und meiner Mutter, dann die mich auch zur Moschee geschickt hat. Sagen Sie mir bitte, in welchen Ländern das so üblich ist, darüber reden wir. Wir reden wir nicht reden, über Sie, dass Sie glücklich Sachen. Sind mit Frau Ihrer Kelleck. Religion, wie Herr Hammert auch ich weiß, gesagt Herr hat. Es wurde hier einiges falsch gesagt, was ich korrigieren möchte, insbesondere dem Publikum, der da applaudiert. Im Koran steht keine Befehle der Tötung und die Qital-Ayat, das heißt die Versen der Kämpfe, sind überall mit einem negativen Zusammenhang versehen. Das Wort Krieg kommt viermal im Koran immer mit einem negativen Zusammenhang. Man muss den Koran immer, liebe Leute und liebe Zuschauer, auch so sehen, dass man davor und danach der Verses, was der Herr Abd al-Samad hier erzählt, auch liest. Der Koran sagt, das heißt, wenn sie den friedlichen Weg, deine Gegner, den friedlichen Weg einschlagen, dann bist du verpflichtet, diesen Weg auch einzunehmen. Das ist der Islam und das ist der Koran. Aber zu IS möchte ich eines sagen, und als ein Syrer, der jetzt sein Land gerade zerstört wird, von einer unglaublich brutalen Diktatur. ISIS und Daesh auf Arabisch hat es gegeben seit Ende 2012. 2013 habe ich persönlich referiert darüber, auch in London, in Den Haag und auch in Wien. Kein Mensch wollte davon wissen, solange die Muslime, die Syrer, abgeschlachtet wurden. Als in dem Moment, als es begonnen hat, dass da Minderheiten abgeschlachtet werden und ausländische Journalisten und Amerikaner, dann hat die Welt überhaupt IS gesehen. Wir Syrer wurden lange Zeit im Stich gelassen und abgeschlachtet seitens Assad-Regime und seitens IS, und kein Mensch hat geholfen. Ich glaube, und alle haben zugeschaut. Wenn ihr dann sagen darf, jetzt bei mir die Bemerkung gefallen ist, IS würde den Koran falsch interpretieren, die interpretieren gar nicht. Ja, ganz genau. Es ist eine Verbrecherbande, so die weder von Indonesien bis Mauretanien kein einziger Gelehrter, nennen Sie mir, Herr Abd al-Samad, einen einzigen Gelehrten von Indonesien bis Mauretanien, die ist wie ein offenes Buffet und hat Inhalte, die auch von ISIS so verstanden werden kann. Wenn bitte, im Koran 25, wenn im Koran 25 Tötungsbefehle von Gott, stimmt nicht, von Gott, stimmt nicht. Schauen Sie, im Koran sind Geschichten. Ich sage es Ihnen jetzt. Nein, ich bin Religionspädagoge. Gott sagt, tötet Sie. Politologe. Nein. Verstehen Sie das im Kontext? Ich habe den Koran auswendig gelernt. Da haben Sie über den Islam Schüler, noch mein 14-jähriger Schüler kann den Koran auch auswendig, aber er versteht gar nichts. Nein, ich bin in einfach einer theologischen Familie. Ich habe einen Lehrstuhl für Islamwissenschaft. Einfach auswendig lernen wird nichts helfen, und das ist unser Fehler. Ich habe drei Jahre lang Islamwissenschaft an der Uni unterrichtet. Bitte, lassen Sie mich ausreden. Sie machen das jedes müssen, Mal. Ich kann nicht wir ausreden. Wir müssen uns darauf einigen, dass wir nacheinander reden. Ja. Sonst lassen Sie mich bitte ausreden, dann können Sie das kommentieren. Danke, aber bitte lassen Sie mich nicht da antworten. Nicht kommentieren. Bitte schön, nein, um Gottes Willen. Also ich steige uns auch aus, wenn Herr Demir, wir sind jetzt hier in einer Runde, wo wir wirklich auch das Recht haben. Wir leben nämlich in einem säkularen Staat, und in einem säkularen Staat haben die Muslime das Recht, und wir haben hier Religionsfreiheit in Österreich, Gott in Deutschland. Sei Dank. Gott sei Dank. Ja, Sie müssen das gar nicht sagen, und ich habe das Recht, und deshalb bin ich auch hier eingeladen worden, mich mit dieser Religion, in der ich groß geworden bin, mich auseinanderzusetzen und auch kritische Fragen stellen zu dürfen. Weil diese Art Form von Fragen stellen, die habe ich nun mal in Europa gelernt, und wenn ich mir die islamischen Länder anschaue, weil Sie vorhin gesagt haben, Herr Demir, wir sollen jetzt nicht sofort verallgemeinern, aber Sie verallgemeinern, wenn Sie sagen, es ist eigentlich friedliche Religion, und
und lassen eigentlich gar nicht zu, dass wir auch mal kritische Fragen stellen. Und wenn wir, wenn ich sage wir, dann meine ich auch nicht die einzelnen Individuen, sondern ich meine natürlich die Länder selbst. Und wenn Sie sagen, der Islam ist eine friedliche Religion, dann frage ich mich, in welchem Land wird diese Religion eigentlich friedlich gelebt? Es gibt nicht ein einziges demokratisches Land, wo es in, also islamisch ist und säkular ist. Das heißt, wo es auch Religionsfreiheit gibt für Andersgläubige in diesen Ländern. Und ich, die einzigen friedlichen Muslime, die wirklich aktiv sind und was tun, sind leben in Europa, in Amerika, also in westlichen Ländern, wo es Säkularität gibt. Also dass sie heute hier so sind, ja, haben sie europäischen Gesellschaften zu verdanken, wo es Religionsfreiheit gibt. Wissen Sie, wem ich das zu verdanken habe? Dem Imam, der mich großgezogen hat, all die ethischen Werte vermittelt hat und meiner Mutter, dann die mich auch zur Moschee geschickt hat. Sagen Sie mir bitte, in welchen Ländern das so üblich ist. Darüber reden wir. Wir reden wir nicht reden, über Sie, dass Sie glücklich Sachen sind mit Frau Ihrer Kelleck. Religion, wie Herr Hammert auch ich weiß, gesagt Herr hat. Ich bitte Sie, Herr Demir, nicht von sich selbst zu sprechen, sondern von Gesellschaften auch zu sprechen. Ich bin Religionslehrer. Als wenn Sie Pädagogen sind. Ja, dann, die Männer in der, zu Hause, also dieses hierarchische Prinzip, patriarchalische Prinzip zu akzeptieren, keine Fragen zu stellen, niemanden in Frage zu stellen. Es gibt eine Herrschaft der Männer zum Beispiel über die Frauen, die auch der Koran legitimiert und auch die Imame niemals in Frage stellen. Das heißt, als Kind, als Mädchen, wenn ich in eine Moschee gehe, um meine Religion kennenzulernen, jeder Mensch hat das Recht, seine Religion zu leben, als Identität, als friedensstiftend. Wenn ich diesen Frieden suche und ich gehe in eine Moschee, kann ich den leider dort nicht finden. Es wird mir ganz klar beigebracht, wie ich zu gehorchen habe und keine Fragen zu stellen habe. Das heißt, ich kann diesen heilige Schrift, den Koran, gar nicht interpretieren, lesen in einer Moschee. Frau Kelleck, wann waren Sie zuletzt in einer Moschee, Frau Kelleck? Und ich habe festgestellt, dass gerade die Moscheen dafür verantwortlich sind, dass diese Männer so frauenfeindlich und auch gegenüber Andersgläubigen so feindlich groß werden. Und wir haben keine Möglichkeit, obwohl wir in einem säkularen Staat leben, dass der Staat sich einmischt und genau kontrolliert, was wird eigentlich diesen Kindern dort vermittelt. Diese Trennung von Männern und Frauen, die kommt direkt aus den Moscheen. Das heißt, der Junge lernt, auf seine Schwester aufzupassen. Er ist ja die Ehre der Familie. Und darin wird er gestärkt und legitimiert. Ich bin froh, dass es so jemanden wie Herr Demir mittlerweile gibt. Wir haben vorhin darüber uns unterhalten, dass Pädagogen mittlerweile wissenschaftlich, pädagogisch an einer europäischen Universität ausgebildet wird, der halt genau wie er mit den Kindern zum Beispiel in eine säkulare Gesellschaft heranzieht und friedlich seine Religion leben kann. Und das darüber sind die meisten, bin ich froh. Glauben Sie mir, Frau Kelleck, nein, bitte. Das sind nicht die, das meisten. Sind die meisten. Sie sind gerade ein Beispiel als kleine Gruppe in Österreich. Nein, das stimmt nicht. Genau umgekehrt. In Deutschland haben wir mit diesen pädagogischen Ausbildungen gerade angefangen. Wir haben überhaupt noch nicht Ausgebildete, noch immer noch beherrschen und herrschen die Moscheen über die Lehrer, die in den Schulen vermittelt werden. Darf ich nur was sagen? Dankeschön. Wir haben am 25. Oktober hier in Österreich Tag der offenen Moschee. Da lade ich alle Österreicher ein, in Anführungszeichen zu kommen und nicht über die Muslime zu sprechen, sondern mit den Muslimen zu sprechen. Herr Demet, ich habe über die Strukturen in der Moschee gesprochen. Darauf antworten Sie wieder nicht. Sie versuchen schon wieder, irgendwelche Pillen zu verteilen. Wir sollen wieder ganz harmonisch hier sitzen und sagen, der Islam ist. Nee, wir sollen ihnen glauben und sagen, wir gehen niemals in eine Moschee. Nein, wir sollen über Diskussionen diskutieren. Ich möchte zu dieser Frage zurückkommen. Der Begriff der Islamophobie ist ja doch interessant. Ja. Warum ist es so, dass auf Kritiker reagiert wird mit einem Begriff, der eigentlich eine Pathologisierung enthält? Und zu sagen, wer kritisiert, ist eigentlich krank. Eigentlich ist es, muss man unterscheiden, wenn es um eine allgemeine Religionskritik, dann überhaupt nichts. Aber was vorher passiert ist, denn es geht ja um das Thema. Sie sagen, es gibt den Rassismus und sagen, die Mitglieder der islamischen Gemeinde werden beschimpft, werden bespuckt, werden sagen, in der Gesellschaft diskriminiert. Herr Abdel-Samad hat die persönliche Erfahrung, dass gegen ihn es eine Aggression gibt. Und ich würde jetzt gern Herrn Schießler bitten, der sagen, hier
in dem Sinn keine Aktien im Spiel hat, zu sagen, stiften, wie aus Ihrer Sicht, diese Frage, wie geht es den Muslimen in dieser Gesellschaft, werden sie auf diese so eine harsche Weise diskriminiert, wie Sie das als ein wohlwollender Beobachter den Muslimen gegenüber, darf man glaube ich sagen, wie Sie das sehen? Ja, ich stelle mir in der ganzen Runde schon immer an diesen Begriff Islamfeindlichkeit. Es ist keine Feindlichkeit, sondern wie ich jetzt schon sagte, es ist Angst, es ist Furcht, die vor allem der Unkenntnis entspringt. Und darum würde ich mir gerne wünschen, der Islam hätte so etwas Ähnliches wie wir, auch wenn oft geschimpft wird, nämlich ein Lehramt, das vorgibt, was der eigentliche Glaube ist. Dann könnte man sich besser daran orientieren. Es passiert nicht nur zwischen Religionen, es passiert zwischen allen Kulturen. In Ihrem Buch Abschied vom Himmel habe ich diesen Satz gelesen. Dort, wo Kulturen sich nicht mit anderen Kulturen auseinandersetzen, können sie ja nicht weiterentwickeln. Und das gilt für Religionen genauso. Und das müssten alle Religionen eigentlich miteinander tun. Nicht dem anderen immer vorschreiben, wie Religion wirklich geht, sondern sich in den gemeinsamen Schnittmengen treffen. Und Religionen können nur Religionen der Liebe sein. Und nichts anderes. Dankeschön. Und es kann nicht um Todesgebote gehen, es muss um Menschen und um Liebesgebote gehen. Und das ist eigentlich die Grundsehnsucht in der Gesellschaft. Ich habe solche Vorfälle, die Sie beschreiben, noch nicht erlebt und auch noch nicht gehört. Vielleicht lebe ich in einer so zivilisierten Welt, wo das nicht passiert. Ich gehe in mein Geschäft, ob ich mir einen Döner kaufe oder zur Post gehe, und da ist eine Angestellte und die hat auch ihr Kopftuch. Das gehört zu ihrer Religion, das wird akzeptiert und damit ist es klar. Nur weiß ich auch, Kopftuch ist nicht Kopftuch. Da bin ich dann bei Ihnen wieder dabei, wenn das Kopftuch dazu dient, die Sexualität zu kontrollieren, die Frau zu kontrollieren, dann kann man schon wieder in den politischen Bereich hinein. Und dort muss eine offene Diskussion stattfinden, und da muss der Islam auch bereit sein, dass er lernfähig ist, dass er sagt, ja, ich lasse mir auch was sagen. Und da kennen Sie auch dazu. Keine Frage. Dialogfähigkeit und auch Kritikfähigkeit und auch Mut zur Selbstkritik ist sehr wichtig. Und zur Lehre in Österreich ist es anders als in Deutschland. Wir haben die islamische Glaubensgemeinschaft und wir definieren als islamische Glaubensgemeinschaft unsere Lehre. Gerade die Studie, was der Herr Abdussamad da erwähnt hat, wurde mit Einwilligung des Präsidenten der islamischen Glaubensgemeinschaft, sonst wäre nie zustande gekommen. Wir als islamische Glaubensgemeinschaft haben die Studie nicht mal offiziell kommentiert. Es wurde danach sehr wohl gehandelt. Es ist ein gedeihliches, vorurteilsfreies Zusammenleben der Kulturen und Religionen in unseren Gesellschaften möglich wird. Also Hoffnung kann ich im Moment gar nicht sprechen, weil wir haben ja noch so viel vor. Ich finde, dass die Menschen, die in islamischen Ländern leben, haben so viel Religion. Sie können ohne Religion gar nicht leben. Sie haben überhaupt keine Chance, ohne Religion zu leben. Und ich finde, jeder Mensch hat ein Recht, in der Freiheit zu leben, und Religion ist ein Teil der Freiheit. Aber das kann nicht mein ganzes Leben sein, was bestimmt. Von morgens bis abends hören Sie 5-mal am Tag in jedem islamischen Land bereits ab 4 Uhr, 5 Uhr den Muezzin rufen. Wer daran nicht glaubt, hat keine Chance zu schlafen. Wir haben in keinem einzigen islamischen Land, wo der Mensch sagen kann, ich möchte austreten aus dieser Religion und möchte einfach mein Leben glücklich leben. Mit einem Mann im Café sitzen, Zigarette rauchen, Kaffee trinken, glücklich sein, meine Haare zeigen, vielleicht Dekolleté zeigen, einfach glücklich sein. Sowas ist in diesen Ländern nicht erlaubt. Und die Islamvertreter in Europa versuchen das innerhalb der muslimischen Gemeinschaft genau das auch durchzusetzen. Wir haben in den letzten 20 Jahren plötzlich so eine Macht von Kopftuchmenschen, die genau das entgegengesetzte leben. Sie sitzen halt nicht mit ihren Männern, mit ihren Brüdern, mit ihren Cousins und ihren Ehemännern und sind in den Cafés, sondern sie ziehen sich traditionell wieder zurück. Ich habe davor Angst und ich möchte, dass, wie gesagt, die Religion ein Teil meiner Freiheit wird und nicht mich bestimmt. Also Muslime brauchen weniger Islam. Das heißt, Ihr Rezept ist Säkularisierung? Auf jeden Fall. Was ist Ihr Rezept? Ich habe Angst davor, dass Frau Kelleck und Herr Abdussamad mir meinen Religionsunterricht wegnehmen und die Gefängnisseelsorge wegnehmen, weil die Jugendlichen brauchen Aufklärung, die Jugendlichen brauchen richtige Informationen. Und wie wär's mit Humanismus? Lassen Sie mich bitte ausreden. Weil Frau Kelleck auch gesagt hatte, das finde ich erschreckend, sie hat gesagt, ja, das mit dem Gefängnis, das interessiert mich gar nicht, ich schaue davor. Natürlich schauen wir davor, im Religionsunterricht schauen wir davor. Aber im Gefängnis, wenn der jetzt drin sitzt, dann will ich, dass er nie wieder reinkommt in dieses Gefängnis. Und dafür braucht es Aufklärungsarbeit. Die Leute haben ihre Religion.
Sie werden diese Religion niemals absetzen. Sie denken, dass wenn das Kopftuch weg ist, dann ist die Religion weg. Bitte schön. Das werden Sie auch niemals erreichen, Frau Kelleck. Was würden Sie denn beitragen aus Ihrer Sicht zu diesem Versuch, doch ein gedeihliches Miteinander der Kulturen und Religionen zu ermöglichen? Wir sind ja 600 Jahre älter, das ist ja auch schon ein Pfund. Könnt lernen, was die größte Emanzipation ist, dieser eine Satz: Ich glaube an Gott und nicht an einen Text. Ich habe einen wunderbaren Text aus dem 12. Jahrhundert von einem Sufi-Mystiker oder was gelesen, der sagt: Mein Herz ist bereit zur Aufnahme aller Religionen. Als Kirche für die Mönche, Kloster für die Mönche, als. Zu denken, durch Moscheevereine werden sie besser integriert, im Gegenteil, durch Emanzipation und Individualismus und Freiheit werden sie besser integriert. Wir müssen weg von. Können Sie sich dem Vorschlag anschließen? Ich finde die Aussage fürchterlich und auch sehr traurig, dass das so leicht gesagt wird, dass nur die säkularen Muslime sind diejenigen, die von Demokratie und Menschenrechte etwas verstehen. Das ist wirklich eine Beleidigung jedes religiösen Muslims. Und hier plädiere ich nicht für Zusammenprall der Kulturen, sondern zum Zusammenwirken der Kulturen. Ein Einheitsbrei bei den Kulturen werden wir es nicht schaffen, aber wir müssen einander ergänzen, miteinander zivilisiert kommunizieren, aber auch voneinander lernen. Und hier gibt es unglaubliche Prozesse, auch in der islamischen Welt, zum Beispiel in der Frage der Demokratie, dass hier die Trennung zwischen Mächte, Legislative, Judikative und Exekutive und zwischen religiösen Mächten durchaus als eine Selbstverständlichkeit in der Theorie und in vielen Teilen der Welt auch gibt. Schauen Sie, auch gute Beispiele, zum Beispiel in Tunesien und Marokko heute, gibt es Beispiele, wo man auch zeigen kann in der Welt, auch in Indonesien gibt es einige Beispiele. Das heißt, bitte voneinander lernen, offen sein und nicht nur miteinander, sondern auch füreinander und von der Integration zu Kooperation und gemeinsames Leben, um diese traurige Situation und diese Misstrauen gegeneinander zu überbrücken. Frau Kelleck, was gibt Ihnen die Hoffnung, dass ein gedeihliches, vorurteilsfreies Zusammenleben der Kulturen und Religionen in unseren Gesellschaften möglich wird? Also Hoffnung kann ich im Moment gar nicht sprechen, weil wir haben ja noch so viel vor. Ich finde, dass die Menschen, die in islamischen Ländern leben, haben so viel Religion. Sie können ohne Religion gar nicht leben. Sie haben überhaupt keine Chance, ohne Religion zu leben. Und ich finde, jeder Mensch hat ein Recht, in der Freiheit zu leben. Und Religion ist ein Teil der Freiheit. Aber das kann nicht mein ganzes Leben sein, was bestimmt. Von morgens bis abends hören Sie 5-mal am Tag in jedem islamischen Land bereits ab 4 Uhr, 5 Uhr den Muezzin rufen. Wer daran nicht glaubt, hat keine Chance zu schlafen. Wir haben in keinem einzigen islamischen Land, wo der Mensch sagen kann, ich möchte austreten aus dieser Religion und möchte einfach mein Leben glücklich leben. Mit einem Mann im Café sitzen, Zigarette rauchen, Kaffee trinken, glücklich sein, meine Haare zeigen, vielleicht Dekolleté zeigen, einfach glücklich sein. Sowas ist in diesen Ländern nicht erlaubt. Und die Islamvertreter in Europa versuchen, das innerhalb der muslimischen Gemeinschaft genau das auch durchzusetzen.